So, und damit herzlich willkommen zum Secret Hitler Sonntag. Ja, das funktioniert. Ach, perfekt. Und Tweet ist raus, meine lieben Kollegen. Ihr wisst, was es zu tun gibt. Und ich würde tatsächlich sagen, wir wären schon eigentlich ready und soweit bereit, diesen Secret Hitler Sonntag direkt zu starten, oder? Seid ihr bereit, alle? Let's Ja, go! Aye, aye, Captain! Ah, ich muss noch kurz auf Toilette, Jungs. Ich war noch ganz kurz. Schumi ist nicht mehr dabei. Aber natürlich. Ja, und ich würde sagen, falls ihr, liebe Kollegen, die dabei sein wollt, das angucken wollt, dann guckt euch jetzt, explodiert euch jetzt den Chat, falls ihr wollt, falls ihr könnt, wie auch immer. Und guckt am besten nicht mehr auf dem Screen, denn ich schalte in 3, 2, 1 um. So, super. Wir sind im Game. Hallo. Perfektes Timing. Perfekt. Und ja, was machen wir heute? Wir spielen wie fast jeden Sonntag Secret Hitler. Dieses Mal aber zwischen den alten Haudegen haben wir sogar wen Neues dabei. Ich gehe mal die Liste durch. Dabei ist die liebe Schubi. Moin. Was? Du hast die Ich hab gesagt. der gesagt, oder? Du hast die gesagt. Ich hab der gehört. Ich hab. Okay, wir haben die Aufnahme Egal, nachher Schub dabei. Ist Wir haben egal, es nachher auf. Wir haben nachher die harten Fakten. Okay, die kriegen wir nachher rein. We got Da kann Bam, jemand schlucken, wenn er Schubi. möchte. Ist es okay. Dann haben wir als Nummer 2 den lieben Milky Way dabei. Ja, haben wir. Wunderbar. Den Nummer 3, das erste Mal dabei. Sonst immer im Chat vertreten, der liebe Andi. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich hoffe, dass ich Hallo. nicht allzu viel Blödsinn verzapfen werde, Er ist Hitler. sagte er und ist dann direkt in der ersten Runde derjenige, der Hitler wählen wird. Ich sehe Also schon ich kommen. sag, zwischen 1 und 7 ist einer Hitler. Ich glaube, der wollte gerade eben schon zu Anni, dem Hitler, kommunizieren, dass er der falsche Kollege ist. Ich glaube, da sollten wir dem mal nicht so trauen. Haben wir natürlich, jetzt bei dass das 3 okay aufgehört, oder? Okay, alles klar. Okay, Ja. aber gut, Stellen wir noch die anderen vor. wir gehen weiter. Die Runde ist noch nicht vorbei. Wir sind jetzt bei einer Vorstellung. Nummer 4 ist heute Pock dabei. Hallo. Ja, hallo, das bin ich. Dann haben wir den lieben Mayhaw dabei. Wird der liebe Mayhaw mal wieder Hitler sein? Vermutlich. Nein, Bene Wie ist immer. Hitler. Dann haben wir mich dabei. Ich bin Hitler. Hallo. Und dann haben wir Thais dabei. Nein, ich bin nicht Thais, ich bin James Bond, weil schaut mal, ich bin die Nummer 7. Okay. Wir sind in der 7er Runde, dieses Mal Ja, tatsächlich null wieder Skin, Thais. Ja, null wir Plan. haben 4 Liberale, 3 Faschisten. Von diesen 3 Faschisten ist einer Hitler, 2 Faschisten. Die Faschisten wissen wir, die anderen sind Hitler, weiß nicht, wer die Faschisten sind. Und der Schubi Rest soll ergibt sich. jemanden wählen. Nehmt mal B. Schubi soll jemanden echt wählen. So Ich denke mal, so scheiße. 1, 5 oder so können eine gute Idee sein. Nur so ein Tipp. Ja komm, Schubi, wähl deinen Hitler-Bene. Los geht's. Hallo, Finsteres Silhouette. Okay, ne, warte. Jetzt Ach, Finsteres Silhouette hat stimmt, nur wir sind der Schubi liberale begrüßt. Bene, Oh, heute. Alter, jetzt kommen die ganzen Fangirls hier raus. Nur Schubi wurde begrüßt. Niemand anderes. Okay, ja, wir So, haben wir schon schon angefangen? miteinander. Kein Stress. Und ich würde sagen, ich wähle meinen Zimmergenossen, den guten Pock-Champ. Schauen wir, was es anstellen wird. Hä, aber das. Warum darf ich nicht Kanzler sein? Ja. Eigentlich Weil gehen wir 1 auf 5. Weil ich nicht letzte Woche bei dir im Bett war. Was? Die sind Hitler. Ich glaube, Schubi möchte seinen Beide Hitler sind wählen. Es vor allem. Okay. Aber wisst ihr was, wenn Schubi seinen Hitler wählen möchte? Ich unterstütze das. May hat schon keinen Fuck mehr, ey. May hat schon keinen Fuck mehr, ey. Ich will ja auch gewählt werden. Verstehe ich. Andi also, ist der, der immer rote für Karte Liberale sein kommt, kann. Dann fetze ich euch. Dann fetze ich euch. Natürlich kommt da eine rote Karte durch. Was ist das für eine Frage? Ach, ich fetz euch. Ja, komm, hier. So, Vielleicht May war das... Oh, Moment! 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 Okay, ab in den Konflikt, Moment, Leute! Moment, lass die beiden mal what? reden. Bin ich gerade lost? Wait. Hä? Ja, wahrscheinlich seid ihr, hä? Ja, warum komm, seid ihr lost? Mit euch. Moment, warum seid ihr lost? Was ist los mit euch? Die beiden sind im Konflikt und damit spielen wir weiter. Ja, ja. Okay, ja, ja. okay, das... Schubi, lol. Lol. Ich glaube, dass beide böse sind, weil beide so peinlich berührt sind. Nee, ich ja, das genau. ist ja auch so sagen, wir beide ich bin halt legit gerade wirklich verwirrt. Okay. Aber wieso verwirrt? Das ist doch ganz klar. Nein, also. Nein, ich weiß, Daniel ja, aber ist verwirrt. Warum soll Schubi mit mir Runde 1 in Konflikt gehen? Bene. Sinn Kann doch mal passieren. Dani ist verwirrt, weil passiert er dachte, zwar nicht oft, aber die beiden sind die Faschokollegen, aber wieso verrät dann Schubi ihn, weil er die blaue geclaimt hat?
Das denkt er sich gerade. Jawohl! Ich glaube, das meine war Leute. Nicht, ist maybe Pock Hitler oder sowas und Shubi hat ihm die gegeben. Pock dachte halt, okay, nee, warte. Nee, andersrum. Okay, Shubi ist Hitler und Pock ist der Fahrschulkollege. Ah. Hä? Nee, das ergibt Sinn, weil okay, wenn Shubi Hitler ist, dann gibt er dem einfach die Wahl. Und Pock legt halt die rote. Leute, ich werde jetzt Bene wählen. Weil Pock müssen wir überspringen und wenn ich Thais wählen würde, dann müsste Mayhaw dann Bene wählen oder Bene würde ungetestet sein. Ist vollkommen fair. Das ist irgendwie nicht so gut. Deswegen würde ich Bene lieber jetzt wählen. Das scheint ein aktiver Streamzuschauer zu sein, der auch tatsächlich aufpasst. Das gefällt mir. Er kann einfach das Spiel besser als ich und ich bin seit dem ersten Stream dabei. Ja, zwei Spielen, die ich bisher gespielt habe. Also eigentlich will ich Nein drücken, weil ich muss in Tobene gehen, aber okay, dann halt nicht. Ja, wir gehen auf eine Random-Karte, die Investigation Power geht weg und dann wäre Thais mich. Das klingt am besten vielleicht. Super Idee. So. Okay. Findest du nicht? Das gefällt mir nicht, was du mir gegeben hast. Wait, what? Ich habe tatsächlich noch nie drei rote gezogen. Ach so, aber das ist ja sehr wahrscheinlich, dass zum ersten Mal. Nein, das ist meine dritte Runde. Als ob das ist an mir Standardpick. Okay, du guckst dir nicht Shubi oder Pock an. Ich guck mir nicht Shubi oder Pock an, das hatte ich sowieso nicht vor. Alles gut, Buddy. Ja. Ich wollte gerade sagen, guck Bene an, weil er eine rote gelegt hat, aber mit dem hast du zusammen die rote gelegt. Das wäre komisch. Du kannst gerne gucken, ob ich die Wahrheit gesagt habe, Anni. Das Ding ist, ich könnte ihn tatsächlich trotzdem angucken, weil wir von ihm jetzt gerade nichts wissen. Aber ich frage, kannst du gerne machen. Ich bin vollkommen fein damit. Du könntest genauso Mayhaw angucken, weil wir Pock überspringen und Mayhaw damit der nächste Präsi ist. Ich würde tatsächlich nicht Bene sagen. Aber Mayhaw hat immer eine blaue gelegt. Ich würde nicht Bene sagen, weil so basically dann ist es halt so weird, so weil ihr beide seid halt jetzt so für die Rote verantwortlich und wenn halt er er ist liberal, dann ist es halt so null wert. Aber dadurch könnte ich dann wenigstens Bene wieder back ins Game bringen, wenn er liberal ist. Ja, nee, ich würde dir ja auch nicht vertrauen, dann würde ich ja nicht deine Aussage vertrauen. Also, das Ding ist, wenn überhaupt misstrauen wir gerade dir und nicht Bene, weil Bene wird wahrscheinlich keine Wahl gehabt haben. Ich bin liberal, also ich kann mir vorstellen, dass da halt eine liberale Karte war und ich will wissen, was der sagt. Und sage... Okay, wenn ich ihn jetzt angucke und sage, er ist Fascho, dann könnten wir uns beide auch rauslassen. Ja. Dann das wirst du natürlich dann nicht erstmal nur ihr Ich will wissen, wie das spielt. Ich will, dass er mich anguckt, Guys. Ich will wissen, wie er spielt. Nee. Doch. Nein, du wirst ganz sicher nicht angeguckt. Ja, aber ich bin liberal, ich möchte wissen, was er sagt. ich wär dafür, dass Mayhaw oder Thais angeguckt wird. Ja, nein. Mayhaw, ich bin ja Mayhaw ist halt der nächste Präsident ist. Und Thais haben wir noch keine Input zu. Ja, aber ich bin der übernächste Präsident, Marvin. Ja, der übernächste. Ja, okay, ob ich jetzt Bene oder Thais angucke, ist eigentlich... Nee, ich weiß nicht, ob das nicht so egal, weil deine Aussage Mayhaw oder halt Mayhaw. Ich wäre für Mayhaw. Aber wieso nicht mich? Ich würde da mehr Infos draus kriegen, als aus Bene überbrücken. Ich würde eigentlich lieber Thais jetzt nehmen. Ja, macht was. Tut mir leid, Bene, aber ich glaube, ich nehme lieber Thais. Aber ihr seht, ich wollte die ganze Zeit haben, dass man mich wählt und ihr wollt mich trotzdem nicht. Also, wenn ich jetzt nicht lieber habe, weiß ich auch nicht. I guess es ist egal, wen ich wähle, weil ihr mich claimst. Ja, was claimst du denn? Achso, ja, hier. Okay. Fein. Ja, aber Pog ist im Konflikt. Time to skip! Also nein. Ah, scheiße, stimmt, du hast recht. Deswegen, ich wollte es ansprechen, bevor alle Ja wählen. Gott sei Dank. Deswegen habe ich Time to Skip gesagt, Bene, keine Sorge. Ich denk mit. Ja, es aber das Also, sorry, da hätte ich jetzt gerade voll nicht aufgepasst. Alter. Mayhaw jetzt auf Thais? I guess, ja. Alter, wenn jetzt noch eine rote kommt, werde ich pissig. Lass uns die rote legen, Mayhaw. Ich gehe dann into Milky Way danach. Ja, das würde ich auch vorschlagen, tatsächlich. Okay, gut. Nice. Oder? Doch. Da waren aber zwei rote dabei. Wieder. Alter. Okay, warte mal. Es kann nicht sein, dass du drei blauen bist. Ich meine. Okay, vielleicht sicher jetzt drei blaue, Geist. Aber ich muss mindestens zwei blaue eigentlich ziehen. Bene, ohne Witz, ich würde mich freuen, wenn du drei blaue ziehst. Ja, gut, okay. Nee, ich nicht. Obwohl, das ist leider nicht. Aber dann wüssten wenigstens alle, dass ich nicht gelogen habe. Weil ich bin gerade leider der Einzige, der irgendwie so Probleme da hat. Oh nein, hat überlegt. Oh lol. Ah, okay. Okay, folgendes. Ich habe zwei Fasche und eine liberale Karte gezogen. Natürlich habe ich eine liberale Karte gezogen, weil ich ihn nicht die Wahl hatte. Liberal, ich habe ihm. Ich liberal.
Geist. Macht heißt zu Präsi. Warte, lass mich kurz ausreden. Ich habe ihm die Wahl gegeben. Ich finde es verwirrend, dass diese Karte so rauskam. Aber Milky Way hat halt überlegt. Ihr habt gesehen, dass er überlegt hat. Und ich habe schon gedacht, okay, fuck, warum überlegt er? Sondern die überlegt, lege ich jetzt die blaue Karte, die Faschistenkarte oder die Faschistenkarte gelegt. Marvin ist Fascho. Er hat sich verraten. Okay. Nein, okay. Bene, das war Bene. Das überlegt Marvin. Das gibt's auch so geschaut. Bene. Hör mir mal bitte kurz zu. Thais ist jetzt confirmed liberal. Warum? Nimm Thais zum Präsidenten. Und ich sage dir, warum Thais confirmed liberal ist. Wir haben einen Konflikt zwischen Schubi und Pock. Wir haben einen Konflikt zwischen dir und Milky Way. Yes. Das heißt, unter den vier Leuten sind zwei Faschos. Du hast recht. Ja, also du hast recht. Nee, das kommt mir recht. Lass ihn ausreden, damit die anderen das aufchecken, Bene. Ja, okay. Ich kann es gerne nochmal erklären. Ja, mach mal. Soll ich es nochmal erklären? Ja, ich hab's schon verstanden. Wer hat's noch nicht verstanden? Achso. Okay. Jeder hat es verstanden. Wir haben mindestens zwei Faschos schon im Safe-Konflikt. Und dementsprechend, wenn Thais ein Fascho wäre, wärst du auch einer. Also hätten wir vier Faschos, das funktioniert nicht. Wir haben liberal Doppelpräsi, das freut mich gerade richtig. Ja, so, aber wen wählen wir als Kanzler? Außer Schubi und Pock sind beide dämlich gewesen und sind als Liberals miteinander in Konflikt gegangen. Nein, dann müssen wir ein Risiko eingehen, aber. Ich möchte halt, also ob wir jetzt... an der Stelle into Andi gehen, honestly. Andi klingt gut. Also, kannst du gerne machen. Na, aber das sagt Marvin, dass er es gut findet. Ja, aber er hat mich ja gerade geproved, dass ich liberal bin, so deswegen. Und jeder hat gesagt, so, jo, verstehe ich, also... Also, ich möchte sagen, ich kann dir sagen, dass zwischen... Keine Ahnung, Bene pusht jetzt dagegen, dass er... Zwischen 3 und 5 müsste er... Fuck, ich... Thais? Ja? Also zwischen 1 und 4 ist ein Konflikt, zwischen 2 und 6 ist ein Konflikt, ne? Das heißt, die sind schon mal raus. Aber es sind Leute, die sich aktiv rausgehauen haben. Ich kann mir gut vorstellen, okay, meine Perspektive, weil ich da weiß, dass ich liberal bin, aber ich glaube, dass zwischen 3 und 5 gut Hitler sein könnte. Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich nach dir gehe, wäre Hitler jetzt Mayhaw. Bene will halt auf keinen Fall. Ja. Verstehst du meine Logik aber, oder? Ja, schon klar. Bene will jetzt auf einmal auf keinen Fall, dass Andi gewählt wird. Das macht mich sehr misstrauisch, muss ich sagen. Ja, weil einer von den Hitler sein kann, Marvin. Das ist sehr verdächtig. Ich sehe seine Aussage, dass er denkt, wenn hier zwei Faschos einen Konflikt aufgemacht haben. Ja, ich sehe das auch. Ich könnte dem auch gut widersprechen, weil ich nun mal weiß, dass ich liberal bin. Auch wenn es gerade überhaupt nicht so aussieht. Aber ich verstehe auch, dass man mir da nicht unbedingt vertraut. Ja, also ich sehe halt die Aussage von Bene, dass er sagt, jo, der Hitler würde nicht in einen Konflikt gehen, so. Aber ich würde jetzt einfach mal dann die Stichprobe mit Andi machen, so, weil er hat mich halt gerade so... Aber wenn wir glauben, dass einer von den beiden Hitler ist, ist es eine 50-50-Chance. Ja, 50-50 gefällt mir auch nicht. Ihr vertraut mir zwar gerade nicht, aber ich glaube auch, dass Andi relativ safe gerade ist. Also ich sehe noch nicht, dass einer von uns beiden zwingend Hitler sein muss, wobei die Aktion von Andi natürlich als Hitler Sinn machen würde. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall für Nein stimmen. Wir müssen gleich nochmal weiter gucken, ob nicht hier unter den Leuten, die jetzt im Konflikt sind, ob da nicht zwei Faschos in den Konflikt gegangen sind. Ich würde vorschlagen, dass wir Andi in Thais voten lassen und nicht Thais in Andi. Okay, Leute. Thais, sag mal bitte, ob du mit Ja oder mit Nein stimmst. Ich würde eigentlich mit Ja stimmen, weil ich dir truste. So. Okay, wenn Thais mit Ja stimmt, dann wäre es für die Liberalen am klügsten, mit Ja zu stimmen, weil wenn ich jetzt Hitler bin, dann werden sowieso alle Faschos auch noch Ja voten und dann sind es 4 Votes. Ja, ich würde halt nicht sagen, dass Thais Ja wählen sollte, aber Das sagen wir doch mein Bauch. Thais, ich möchte nur sagen, du bist zweimal Präsident. Thais, wählst du mit Ja? Ich wähle mit Ja. Also wenn er jetzt an Hitler ist und das fragt, weil er weiß, dass ob ein Liberaler Ja wählt, dann fragt er gerade, hey, Faschos wählt Ja, weil Thais mehr wählt, dann haben wir gewonnen. Jetzt bin ich selbst unsicher. Ja, Bene, das war ein guter Call. Falls Bene Fascho ist, dann war das genau das Ziel von Bene, aber... Warte, wäre jetzt möglich, dass Andi into mich geht? Ist ja zum Glück nochmal Präsi. Dann müssen wir eine Random Card durchgehen lassen. Thais sagt, du wählst Ja und drückt Nein. Es ist der Play. Das Ding ist, ich werde auf jeden Fall mit Ja wählen, weil ich weiß, dass das eine doppelt liberale Wahl ist, aber ich werde nicht wählen, bevor das wert ist. Heißt, wählst du mit Ja? Ja, ich wähle mit Ja.
So, ja, mal gucken wir jetzt. Gefällt mir nicht. Mein Bauchgefühl, mein Bauchgefühl sagt mir ja doch. Ich vertraue auf Wenn die Wahl jetzt nicht durchgeht und Thais ja gewotet hat, dann wisst ihr, dass ich nicht Hitler bin. Oder, na gut, okay, ihr wisst es nicht, aber ihr könnt euch ziemlich sicher sein. Ich weiß es nicht. Thais hat Nein gewählt, oder? Ah, Thais hat Nein gewählt. Lol, hä? Okay, ja, Moment, stopp, aber es haben zwei aus dem Beef Nein gewotet. Warte, das ist doch mein ganzer Punkt. Ich wollte sehen, wer Ja wählt. Deswegen meine ich auch von wegen so Thais zwei Wahlen. Dein Konfliktpartner hat Nein gewählt. Das heißt. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob Milky Way das durchschaut hat. Aber, also das Ding ist halt, anfangs hat Milky Way für dich gepusht. Eben hat er so dann Nein gesagt, hat jetzt auch Nein gewählt. Das heißt, ich frage mich, ob er meine Taktik von wegen, wir wählen Nein, um zu scouten, durchschaut hat oder was er genau gemacht hat. Danke für den Follower, Frosty. Ich habe eben gedacht, wenn Milky Way Fascho ist, dann wird Andy sicher nicht Hitler sein, weil Milky Way eben abgeraten hat. Warum du Ja gewählt? Das mehr verstehe ich nicht. Bevor ich das wegen dieser Sache vergesse. Von Milky Way, weil wenn er Fascho gewesen wäre, dann hätte ich daraus geschlossen, dass Andy nicht Hitler ist. Leute, Moment, eine kurze Sache. Also, wir hatten ja ganz am Anfang den Konflikt between 1 und 4. Ja. Und jetzt war es halt gerade so, dass wir 1, 3, 5 Ja gewählt haben. Bedeutet, irgendwie ist dieser Konflikt zwischen 1 und 4 weiterhin teils vorhanden, aber eher in Richtung von, hey, 1 ist eher der Böse. Deswegen würde ich wahrscheinlich, weil ich jetzt eh nur 1, 3, 4, 5 wählen könnte, die 4 nehmen. Aber warte ganz kurz. Chewie, warum hast du Ja gewählt? Stopp. Weil, hey, warum ist 1 für dich eher der Böse? So hätte ich jetzt und Andy? Aber Andy kann noch Hitler sein. Warum ist Schubi für dich... Ja, okay, Bene, aber ich denke immer noch, dass Milky Way gerade Nein gewotet hat. Ja, ich weiß. Weil das Risiko auf Hitler nicht eingehen möchte. Er sagt ja. 4 und 6 waren im Konflikt, richtig? Ich habe am Ende gesagt, dass ich auf Nein gehe. Mein letztes Wort war, dass ich Nein voten werde. Also ja, Moment. Aber aus Benes Sicht, bist du ja confirmed Fascho. Das heißt, du als Fascho hättest für mich als Hitler dann mit Nein gewotet, obwohl ein confirmed Liberaler gesagt hat, dass er mit Ja votet. Das ist ein Punkt, ja. Nee, es ist ein Punkt. Also ich weiß nicht, ob Milky Way das durchschaut. Ich meine, ich habe Thais quasi gesagt, sag Ja und drück Nein, ne? Ich habe es ihm ja quasi gesagt. Deswegen, ich habe halt Angst, dass er das durchschaut hat. Aber das ist ein Punkt, Andi. Also von dem Voting kann muss ich schon hergehen, dass Thais nur safe ist. Ich hab eher das Gefühl, dass Bill hier gerade ganz krumme Machenschaften abdreht. Nee. Das geht mal von Scouting-Bot. Das war wirklich ein Scouting-Bot, ob die Leute Hitler werden. Deswegen meine ich, Thais wäre ganz bestimmt nicht Nein. Weil wenn jetzt die Faschisten Ja gewählt hätten, Andi Ja gewählt und Thais Ja gewählt hätte, wäre das Game vorbei gewesen. Bei Thais weiß ich aber, dass er liberal ist. Dementsprechend wollte ich, dass er Nein wählt, damit wir scouten können. Nicht also an Ja gewählt auf die Wahl. Und das wollte ich gerade nochmal aufschlüsseln. Milky Way und Bene sind im Konflikt, ne, wo wir gesagt haben, dass da ein Fascho drunter ist. Und die haben aber eben meines Wissens beide Nein gewählt. Das ist korrekt. Wenn einer von den beiden Fascho wäre, dann hätte der Fascho auf einen Hitler Andi Ja gewählt. Daraus schließe ich, dass Andi nicht Hitler ist. Ja, also Bene sehe ich schon als relativ, beziehungsweise als relativ, ich sehe ihn schon als sehr liberal an. Hey, mein liberaler Kollege. Ist okay. Also aus dem Konflikt von Milky Way und Bene glaube ich im Moment auch eher Bene, ehrlich gesagt. Ich bin mir relativ sicher, dass mit Bene, weil das eh mit einem Strong Play so mäßig so, hey, sag ja, drück nein, war schon eigentlich so ein, weil wäre er halt ein Fascho oder ein Hitler, dann hätte er das halt nicht gesagt. Das kann er halt auch als Fascho machen, wenn er weiß, dass wir liberal sind. Aber dadurch, dass er eben gerade so argumentiert hat, glaube ich, dass er eher liberal ist. Ich glaube schon, dass er das ordentlich abusen wollte. Ich überlege halt jetzt gerade einfach so, also eins würde ich auf gar keinen Fall machen. Grüße an Schubi. Ich kann halt noch 3, 4, 5 so nehmen. Eins ist im Konflikt und eins hat gerade Ja gewotet, deswegen. Exactly. Aber eigentlich, nach der Logik hat 1 gerade Ja gewotet auf einem Liberal. Ja, eben. Deswegen. Also, warum soll es ja nicht tun? Bei Konflikt 1-4 bin ich mir auch noch unsicher, ehrlich gesagt. Aber Ich hab eher das Gefühl, dass Pock der Böse ist. Oh. Glaube ich nämlich auch. Wow, wobei, wenn du das sagst. Also Pock hat Nein bei der Wahl eben 7 also, gewählt, aber er hat doch überlegt. Wenn du meinen Rat möchtest, falls du wirklich einen von 1 oder 4 nehmen möchtest, Moment. Falls du wirklich in 1 oder 4 wählen würdest, dann wäre ich eher für Schubi, aber... Aber das ist halt auch das kritisch, weil du und Schubi haben eben Ja gewotet. Also jetzt den Gedanken, dass der als Hitler vielleicht
Oder Schubi, weil, jetzt weiß ich noch, was ich noch sagen wollte, teils, aber eigentlich würde ich gar keinen von den beiden wählen wollen. Warum denn jetzt nicht 7 into 3 nach der Wahl? Ich meine, das Milky Way gibt Sinn, wie gesagt, ich bin noch skeptisch, ob er das gerauchen hat und deswegen Nein gewählt hat. Das Ding ist halt, die Fahrschutz hätten gewonnen, hätte Milky Way hier Ja gewählt, wenn Andi Hitler wäre. Ich dachte, deswegen, wir haben vorher ist sehr unlikely, Andi, wenn ich ganz ehrlich bin. Hä, ich bin jetzt verwirrt. Warum wollen wir jetzt nochmal dasselbe wählen, wenn wir vorher schon eigentlich, oder war es vorher wirklich bloß Bait? Das war Bait. Also es war Bait, aber ein Bait, aus dem man eventuell was lesen konnte. Es kann ja trotzdem immer noch derselbe Fall sein, dass 1, 3 und 5 das einfach jetzt versuchen nochmal durchzubringen. Ja, weil 1, 3, 5 ein Faschopärchen ist, was funktioniert, Marvin. Eben, das dann funktioniert. Dann bin ich ja kein Fascho mehr, Marvin. Zwei Faschos sein. Scheiße! Laut deiner Argumentation sind 4 Faschos am Tisch, hat's nicht so. Ja, keine Ahnung, einer von uns spielt Liberal Fascho, ja, so wie jedes Mal. So ja, ich gehe. Ja, ich! Hallo, Andi hat mich. Ben ist einfach confused liberal und hat mir die falsche Karte weggegeben. Ja, das ist passiert. Ja, ich guess, ich bin wieder ein Andi. Das glaube ich jetzt gerade solid. Ich kann Marvin aber auch nicht lesen, Bene, das ist mein Problem. Bene, meine Frage. Wenn aus deiner Sicht ja Milky Way hundertprozentig Fascho ist, meinst du, er hat dann am Anfang 2 blaue gezogen? Gesagt, das ergibt von den Karten aus Sinn. Wir haben ja nur 4 blaue, ich habe eben mal nachgerechnet, wir haben nur 4 blaue Karten gesehen. Also zumindest wenn auch zwischen den Konflikten die Wahrheit gesagt wurde, ne? Und das wird halt auch Sinn ergeben, dass da halt bei der Milky Way-Wahl halt 2 blaue Karten waren, dass er halt eine weggelegt hat und die blaue Karte da halt durchkam, weil er es musste, weil er 2 blaue hatte. Er hätte die gern weggelegt, konnte aber nicht. Und deswegen... Okay, das... Wenn wir jetzt übrigens Nein wählen, was immer noch passieren könnte, dann müssen wir Shubi übrigens auch noch überspringen, dann kommt eine Random Card. Dann wäre 9-9 Random Karte an die Intertiles oder sowas. Ja. Ich finde das. Aber ab dem Punkt trusten wir Andi so oder so. Das heißt, legit, eigentlich wegen den Konflikten müssen wir Andi trusten, oder? Weil wenn eine Random Karte ist, wollen wir nicht Milky Way oder Pop wählen lassen. Ja. Das mit den Konflikten geht halt nicht auf. Intertiles sind halt die einzig wirklich halbwegs sicheren Leute. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass diese Konflikte so nicht aufgehen. Also. Aus meiner Sicht natürlich sowieso kann ich jetzt alles sagen, aus meiner Sicht ist es halt wirklich so. Wenn ich jetzt Andi traue, dann passt das nicht mit den 3 Faschos, weil wir ja gesagt haben, dass entweder ich oder Andi der 3. Fascho ist. Ja, ja. Also, ja. Doch, ja, muss ja. Ja, Mayhaw, das kann ich aus deiner Sicht verstehen, weil du vielleicht Hitler bist, aber... Warte, wir haben das aber Habt ihr das am Anfang vergessen, diese Interaktion mit Shubi und Pock? Ich meine, rein theoretisch könnte es sein, dass 1 und 4 auch beide böse sind. Ja, genau. Das wollte ich auch gerade noch sagen. Könnten Milky Way und Bene noch beide böse sein, theoretisch? So, ja. Und natürlich gehen wir so hart miteinander in Konflikt, wenn wir beide böse sind. Kann passieren. Damit einer von beiden dann gewählt wird aus dem Grund, Hitler würde nie so aggressiv spielen. Also es ist wirklich hart spekulativ. Bene, wenn wir irgendwann mal im selben Team sind, müssen wir das echt so machen. Bedeutet das einfach, du bist fast schon... Ich bin ehrlich. Keine Ahnung. Okay, gut. Wir sind im Konflikt miteinander, von daher kann ich das sagen, wie ich will. Ihr wisst es nicht. Wait, what? Nicht verarschen, Alter. Wow. Thais kann nicht Fascho sein. Es ist egal. Thais kann nicht Fascho sein. Ja, stimmt. Warte, Thais wurde schon als... Nein, Thais kann nicht Fascho sein. Alles ist okay. Alles ist okay. Leute, was ist das jetzt hier schon wieder? Das ist ein sehr wahrscheinlicher Zug, dass 3 rote Also waren. Ich würde dir sagen, du sollst Milky Way schießen. Nee, sehr wahrscheinlich würde ich nicht. Das war jetzt einfach Pech. Also ja, entweder du erschießt... Warte. Wir gehen, dass Shubi und Pock beide Faschos sind, ne? Muss Thais nicht Mayhaw erschießen, wenn er glaubt, dass Andi liberal ist? Nein, bitte nicht. Ja, Moment. Nein, warte, schlechte Idee. Sorry. Würde ich nicht unbedingt machen. Nee, wegen 1 und 4, ja. Ich glaube, in 1 oder 4 schießen ist sicherer als auf uns beide schießen, Bene. Auf Marvin schießen ist ziemlich safe. Ich auf Bene schießen ist für mich safe, aber für die anderen. Okay, lass aber Andi reden. Aber warum hat jetzt Dani Nein gewählt? Das erstens und zweitens, also glaube ich, Milky Way hat sich vorhin einmal verplappert. Womit habe ich mich verplappert? Als du mit den 4 Faschos da angekommen bist. Ach ja, die. Naja, lustige Geschichte, sage ich euch. Das kann aber auch voll der Misread sein. Du kannst einen Fehler gemacht haben und liberal sein. Also von daher wäre das. So der Grund, dich zu erschießen, aus meiner Sicht jetzt,
müsst ihr mir nicht glauben, unbedingt, aber... Einfach die Republik hier. Alternativ wäre ich für Schubi. Tok hat halt Nein gewählt, okay. Eben. Ich weiß nicht, wenn wir ein 1 oder 4 reinschießen, dann eher mit 4 wegen dem Nein. Stimmt auch wieder. Tok, warum hast du gewählt? Tok, warum hast du eben mit Nein gewählt? Ich hatte einfach das Gefühl, bin ich ehrlich. Ich hatte einfach das Gefühl, weil ich weiß, dass ich bin halt im Konflikt mit Schubi, ich weiß aber, dass ich liberal bin, ja. Okay. Und ich teilweise ja, dass er safe ist. Bei. Bei Mayhawk habe ich keine Ahnung, ja. Und deswegen, für mich blieb halt nur noch. Und ich weiß ich nicht. Für mich blieb halt nur noch du oder Bene übrig. Weil ich habe halt auch wirklich überlegt, dass die diesen krassen Outplay gemacht haben, weil Milky Way und Bene halt schon Ahnung haben. Aber I don't know. Ich glaube okay. Schon, dass Bene eigentlich proven liberal ist. Wenn du mir glaubst, dann können wir die Route gehen. Dann schießt du Milky Way, Andi wählt mich, ich wähle danach dich und wir machen das unter uns drei aus. Wenn wir glauben, dass wir jetzt alle drei liberal sind. Ja, Moment. Sind. Moment, Bene, ich würde... Ach nee, scheiße, es funktioniert nicht mehr. Ach also Mist, das hätte noch... Wenn wir alle lieber sind. Ich würde noch mitgehen. Schubi, darf ich mit dir nochmal? Darf ich dich nochmal kurz was fragen? Ja, von mir ist gern. Du hast beide Male, wo ich gewählt werden sollte, mit Ja gewotet. Ja, warum nicht? Ja. Aus welchem... Was? Nochmal? Adam. Der Taze war ja proven liberal und du für mich vom Gefühl her auch, deswegen, ja, warum soll ich es nicht machen? Okay. Darf ich gleich auch noch was sagen? Ja. Ja. Pock hat doch eben gesagt, er glaubt, dass Milky Way und Bene zusammen irgendwie so ein Megaplay gemacht haben können, dass die also beide Fascho sein könnten und war sich jetzt auch bei Andi irgendwie nicht ganz sicher. Habe ich das richtig so zusammengefasst? Ja, jetzt ja. Andi... Bene ist mein liebster Fascho-Kollege. Aber das heißt, der Pock hat hier gerade irgendwie drei potenzielle Faschos gesehen, bei Milky Way, Andi und Bene. Und Pock ist außerdem mit Schubi in Konflikt, was wiederum heißt, dass Pock irgendwie auch gerade vier... Naja, mögliche. Also, ich muss halt auch sagen, ich sehe halt auch vier mögliche. Also, Scheiß, ich das Fascho schon nein. Ich würde am ich wollte würde damit nur sagen, dass ich Pock oder Milky Way halt tot sehen. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz die Erklärung von Bene, aber den müssen wir jetzt noch nicht töten. Bezüglich Ben, Bene, Andi und ich ja zusammen so ein Dreiteam nehmen. Wäre es nicht im Worst Case, wenn wir jetzt einen Liberalen töten, dass es dann 3-3 geht und die Faschos auf Dauer Das ist gewinnen? Das Problem. Nee, ich sag's euch, wenn ihr mir trusten wollt, wenn ihr mich reinnehmen wollt, wenn wir das 3-Trio machen müssen, dann ist der Play Milky Way zu töten. Aber wieso genau Milky Way? Weil ich ja weiß, dass der Faschos ist. Weil Milky Way mit Bene im Konflikt dann ja der Faschos ist. Das heißt, wenn ihr mir trustet, dann killt ihr Milky Way. Das Ding ist, wenn ihr wirklich Bene vertrauen wollt, ist das der einzige Play, den ihr habt. Korrekt. Danke, Marvin, dass du Liberalen zu Ja, und das Ding ist, wenn ihr Bene nicht vertraut. Das Ding ist, wenn ihr Bene nicht vertrauen wollt, dürft ihr mir nicht abschießen. Andi, komm. Andi, wir machen das mit ihm. Komm, let's go. Da sehe ich uns. Real Talk, da sehe ich uns. Wir können versuchen. Boah, ey. Außerdem, ich mag Milky Ways eh nicht. Also, ich sage euch, ihr müsst eh einen dritten mit rein. Okay, nice. Wir sollten das Game haben. Außer Andi ist aus irgendwelchen Gründen... Nee, glaube ich auch nicht. Das heißt, nein, Andi into mich. Nein, ich into Thais. Und dann Thais wieder into Andi. Also nein. Einfach alle nein wählen. Sorry, Schubi, aber ich gebe dir garantiert nicht eine Pause. Pass auf, jetzt Bene Hitler, ich sehe schon kommen, will. Ja, nein. Ich vertraue Andi, und ich hoffe, dass ein Bauch... Aber ich gehe nicht so krass in den Konflikt als Präsident und sage, Milky Way baut Scheiße. Nicht als Präsident. Jetzt ja, ne? Ja, jetzt ja. Wenn du dann jetzt... Dann wieder zweimal nein, dann ich into dich. Dann einfach... Dann hätte ich es wirklich verdient, aber nein. Wenn du jetzt Hitler bist, dann hast du es einfach verdient. Ja, aber ich bin nicht Hitler. Das Einzige, wo ich noch skeptisch bin, Andi, ist die Rolle von dir, aber ich möchte trusten. Vor allem, Bene hat vorhin noch so gesagt, als er die Rote mit Milky Way gelegt hat, oh scheiße, Milky Way hat überlegt, ich hatte schon so ein ungutes Gefühl. Ich bin nicht Hitlergeist. Bene, ich frage ein paar Leute, weil die checken das Game nicht, würdest du es gerne nochmal erklären? Ich werde nächste Runde das Game nochmal erklären, Guys, falls noch Bedarf ist. Wurde by the way die Wahl gegeben. Zweimal nein, ich in Totals. Liberaler Kollege. Ja. Ah, die Memes. Thais,
Das Schöne ist, ich hab nur eine blaue gezogen. Das heißt, selbst wenn Bene jetzt das übrigens. Ich dachte, jetzt kommt was Schönes, ich bin Fascho. Wait, wieso wäre ich Poppy A? Habt ihr das gesehen, dass Poppy A gewählt hat? Hey, beide Faschos und. Okay. Nein. Also, das Schöne ist, selbst wenn Bene aus irgendwelchen Gründen jetzt noch Fascho ist und einfach die zweite Kugel haben möchte, was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube, weil sonst hätte die Wahl eben schon nicht durchgehen lassen. Nee, das Game wär schon vorbei gewesen. Achso, nein, ne? Nein, die Wahrscheinlichkeit nein. Relativ hoch, dass er zwei blaue zieht. Ich glaube dabei, dass es Milky Way, Pock und ja. Mehr sind. Ja, wir haben es gewonnen, wir haben es gewonnen. Können wir uns darauf einigen, Mayha abzuschießen? Im Zweifel. Nein, ich will nicht abgeschossen werden. Ich habe nein, hier Dani, ja gewählt. Wir kriegen jetzt die liberale Karte. Ich weiß immer noch besser bin als irgendwer anders. Es ist mir egal. So, das ist auch okay. Well, nein, das ist okay. Oh, okay. Nee. Weißt du was, Thais? Ja? Ich truste nicht. Na gut, wähl Andi, wir machen's vorbei. Ja. Wir machen's zu Ende. Wenn ich jetzt Fascho bin. Wähl Andi, los geht's. Zu erkennen. Ja. Machen's zu Ende. Ach Gott sei Dank, ey. Ich bin froh, dass ihr mit mir gegangen seid, auch wenn ihr im Konflikt war. Danke, Geist. Ich sag's nicht. Ah, let's go! Wait, Moment. Einer gegen alle! Pock und Schubi? Waren's wirklich 1 und 4? Ja, ich hab die erste Runde komplett. Boah, ich hätte gerade fast die liberale Karte auch weggelegt. Ich hätte gerade fast die liberale Karte weggelegt. Uff. Ja, okay, Leute, man muss auf die klicken, die man spielt. Ja, ne? Ja, genau. Ja, nice. Das war echt geil. Ich dachte erstmal einen dicken Play und dann kommt Schubi einfach. Ja, das Ding ist halt, ich hab gedacht, es kommt Ace-Helfen, die Liberale. Ich hab gar nicht da gedacht, dass das kommt. Du solltest. Ich hab's immer gecallt. Als Hitler musst du immer warten. Und ganz, mal eben, ja, ganz schnell gucken, welche Karte wurde gespielt. Und dann kämpfst du dreimal von der Hand. Ich hab direkt gedrückt und dann hab ich erst. Daniel hat schon geschrieben. Und ich so. Tschüss. Ja, das ist euer Game, ja. Aber wenn das nochmal passiert, dass ihr so miteinander im Konflikt seid, redet mehr. Redet einfach mehr. Ich wusste halt legit nicht mehr, was ich sagen soll. Ich dachte mir so, nein, ja, einfach nein. Als mir das passiert ist, ich habe als Fascho so viel Scheiße gelabert, dass dem Hitler am Ende getraut wurde und der Hitler gewählt wurde. Marvin? Ja? Du hattest zwei blaue, oder? Ich hatte zwei rote tatsächlich. Was? Du hast zwei rote, eine blaue gezogen, lol. Ja, ich hab Bene eine Wahl gelassen, weil ich nicht Bene. Ich hab fünf die Wahl gelassen, weil ich erstmal so tun wollte, als wäre ich friendly. Oh, es hat gut geklappt. Oh, warte mal. Heißt das, wir hatten echt nur vier blaue? Ey. Ja. Das ist ja der Shit. Ja, ich hatte eben ganz am Ende so, ich krieg so zwei rote und so eine blaue und ich bin so fast reflexartig auf die blaue gegangen. Und Snickers ist arg leer as fuck. Und Thais, Snickers, Moment, bestes Stoff, wenn es gibt. Thais, vielen Dank, dass du mir auch getraut hast, ey. Ich hab mich echt angestrengt, nicht wie ein Fascho zu spielen. Ja, du hast aber sehr liberal gespielt. Ja, du hast ein Wurzelzeichen auf deinem Profilbild, deswegen bist du mir sympathisch. Ich hatte aber ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kenne dich nicht. Und ihr überlegt, versucht uns alle zu playen. Ich war ganze Zeit das Problem hatte ich halt, dass ich quasi dann im Konflikt dass ich auch, an die genau. Fascho-Geschichte, ne? Weil wegen 1 und 4, ja. Es hat vielleicht auch ein bisschen was ausgemacht, als Bene, als du die rote gelegt hast und geclaimed hast, dass du eine blaue gezogen hast, dass ich sofort geschrien habe, Thais ist confirmed liberal. Ja, weil das war sein musste. Ja, das war ein guter Call. Mhm. Ja. Aber ich glaube, jetzt ist der Moment, wo Bene das Game erklären sollte für die Zuschauer. Ja, ich mach kurz ein neues Game auf und dann. Und dann erklären wir es auch den neuen Leuten mal. Ja, normalerweise ist es länger her, dass wir das erklärt haben. Aber keine Sorge, schreibt, falls ihr eine Erklärung braucht, ihr werdet sie bekommen. Ich brauche ein Passwort. Gut, dass ich nicht mehr darauf gepusht habe, Mayhaw zu erschießen. Okay. Wäre furchtbar gewesen. In dem Moment habe ich gedacht, okay, minimal Hoffnung ist noch da. Ja, ich habe auch überlegt, Mayhaw, aber eins und vier war schon. Ich hab den Call aber auch vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang gekommen habe. Ich hab ja gesagt, Mayhaw ist wahrscheinlich Hitler, aber töten wir lieber einen der obvious Faschisten. Das ist sicherer. Und das genau deswegen mache ich das auch so. Mhm. Ich kann den Überlegen. Ich hab halt zwischendurch da mal Ja gewählt, wo ihr sagtet, wählen wir Nein, weil aus meiner Sicht, wenn ich liberal bin, dann ist es ja immer besser, wenn ich dann zu 100% blau bin, als dann auch irgendjemand anders zu vertrauen, ne?
Es war relativ sicher, aber darum habe ich jetzt nicht absichtlich gegen mich als Präsident gewählt. Ach, mein erster, mein... Was? Andi? Fuck, warum? Du bist ja der Wurzelfreak, ne? Ja. Was ist die Wurzel aus 196? 14. Oha. Es muss noch, joinen. Ich meine, das, nee, das ist nicht sonderlich schwierig, bei der dreistelligen Zahl Wurzel zu sehen. Andi, du musst noch joinen. Ich sag, Dani hätte das nicht hinbekommen. Doch. Das mussten wir auswendig lernen. Ich bin auf Marvins Fake-Passwort reingefallen, sorry. Wow. Okay, ja. lass mich wir machen kurz, das immer so, dass wir Passwortvorschläge fürs nächste Game dann drunter bauen. Lass mich ganz kurz erklären, wie das Spiel funktioniert für die Zuschauer. Also ihr seht hier oben ein liberales Board und unten ein Faschistenboard. Was bedeutet das? Es gibt insgesamt zwei Fraktionen. Es gibt die liberale Fraktion, es gibt die Faschistenfraktion. In diesem Spiel sind wir 7 Spieler. Aus diesen 7 Spielern sind 4 der liberalen Fraktion zugehörig, 2 der Faschistenfraktion und einer ist auch Faschistenfraktion, aber hat noch eine Sonderrolle. Er ist der Hitler. Der Hitler ist quasi die elementare Flur, um die sich es hier dreht. Hitler weiß nicht, wer die anderen Leute sind. Die Faschisten wissen aber, wer Hitler ist, wer die anderen Faschisten sind und damit natürlich auch, wer die Liberalen sind. Was ist das Ziel des Spiels? Es werden Karten gezogen jede Runde, zum Beispiel ich bin jetzt Präsident, ich wähle jetzt zum Beispiel Pox als meinen Kanzler und wir können Ja oder Nein wählen. Ich wollte gerade sagen, mich wählst du aber nicht. Nee. Richtige Reihenfolge eingehalten, good job, Bede. Ja, danke. Ja, ich erkläre kurz weiter. Man kann jetzt entweder Ja oder Nein wählen, wenn die Wahl durchkommt, dann haben wir jetzt einen Präsidenten und ein Kanzlerpaar. Und je nachdem, was die beiden legen, so wird das nachher dann auch weitergehen. Entweder kommt jetzt eine liberale Karte oder eine Faschistenkarte und das liegt dann auf dem Board. Was ist Ziel des Spiels? Wir sehen hier, dass ja am Ende der liberalen Seite und am Ende der Faschistenseite was liegt. Wow. Zum Beispiel, Moment, ich kann jetzt gleich drüber reden. Zum Beispiel, ich habe jetzt super tollen Start bekommen. Du hast mir der Stimme so abgebrochen. So. Ja, sorry. Ich habe einen super tollen Start gehabt. Ich habe jetzt 3 Faschistenkarten gezogen. Man hat nicht nur Faschistenkarten, man kann auch liberale Karten ziehen. Ich sage nicht zu viel, was man am Stream gesehen hat, weil egal. Ja, nein, genau. Sagte er, während er die blaue weggeworfen hat. Das gibt ja, natürlich, das habe ich bestimmt getan. Ja, Ben hat die weggelegt, weil der ist, keine Ahnung, der ist böse. Lol. Okay, wenn du das meinst. Wir sehen danach, was gezogen, was passiert. Ja, egal. Wenn 5 liberale Karten liegen, dann gewinnen die Liberalen. Wenn 6 Faschistenkarten liegen, gewinnen die Faschisten. Falls jetzt zum Beispiel die 2. Faschistenkarte gelegt werden würde, was unwahrscheinlich ist, Milky Way. Was unwahrscheinlich ist, Milky Way. Leute, kann ich mir Bene angucken, weil er auch 3 rote geklärt hat? Sind wir nicht kind of in Konflikt? Nein, ich bin dafür, dass du mich anguckst. Wen? Von mir aus. Andi. Aber das finde ich, also ich glaube, ich bin kein Wurzelfreak. Also es ist anleitend, dass Milky Way jetzt 3 Faschisten hat. Warum? Liebe Zuschauer, im Stapel sind 11 Faschistenkarten und 6 liberale Karten. Das heißt, dass hier 2x6 Faschistenkarten von 11 gezogen werden, ist doch nicht so wahrscheinlich. Außer wir haben jetzt sehr, sehr viele liberale Karten gleich. Ich gehe jetzt auf Bede. Und er darf, warum? Bede ist Faschist. Ja, das war ja klar, dass wir uns gegenseitig blamen. Das ist ja Bullshit. Also, warum hast du mich angeguckt? Ja, vor allem schon wieder Marvin und Bene. Genau, ja, aber das war ein Bullshit-Claim. Du gerade erklärt hast, weil es unwahrscheinlich ist, dass wir 3-mal rot hintereinander ziehen. Ich finde es fair, weil ich weiß, du bist jetzt Fascho und hast jetzt niemand anderen geblamed, aber es ist ja Bullshit, dass du mich angeguckt hast. Ganz ehrlich, ich wollte nur überprüfen, ob das Wahrscheinlichkeitsding ist oder nicht. Du bist ein Fascho. Ja, das sagst du. Aber warum? Warum mein Pork? Warum jetzt? Warum? Ich fand sinnlos, Bene anzuschauen, ganz ehrlich. Ja, ist es auch. Ich verstehe auch nicht, warum er mich angeguckt hat. Das heißt nicht, dass du Fascho bist, aus meiner Sicht, aber ich fand den Move jetzt halt. Ja. Es war halt nutzlos, also, weil einer von uns hat sicherlich gelogen. Also zumindest die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Dass ihr so halb im Konflikt seid, das war ja eigentlich schon so halb klar. Ja, ich muss halt jetzt mal sagen, ich finde halt vor allem, dass ich dem nicht zu 100% auch trauen will und kann, weil halt direkt so kam, oh, ich will mir Bene ansehen und wir so, nein, das ist nicht sinnvoll und er trotzdem Bene angesehen hat. Also, normalerweise gehen wir immer davon aus, wenn 2x3x rot gelegt wird, dass man das machen kann. Nein, aber du guckst, dann ist doch klar, dass sie eh keine auf dem Konflikt sind. Es ist doch Blödsinn, mich anzugucken. Ich meine, ich weiß jetzt, dass du Fasch bist, wow, aber das hätte ich ja das ganze Game eh geclaimed. Ich weiß jetzt nicht, was dir das gebracht hat. Also du hast auch gechoked, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also was mir das gebracht hat, ist, dass ich safe behaupten kann, dass du Fasch bist, weil du einer bist. Nee, ich kann dir sagen, dass du gechoked hast mit deiner Fascho-Claim. Dass es andere Leute gibt, die mehr Sinn gemacht hätten. Mich zum Beispiel, weil ich in den ersten 3 Regierungen gar nicht drankomme. Okay, aber die Wahl, warum wählt Schubi jetzt Pock? Thais kommt jetzt auch nicht dran. Warum wählt Schubi jetzt nicht? Deswegen hätte ich eigentlich auch Thais gewählt. Theoretisch,
dann ist der Pock fein raus. Aber Pock war doch schon mit mir dran. Du gehst als Dritter immer auf den Hintersten. Ich finde das ja, aber nicht so schlimm, okay, weil dann hab ich gleich Preis wählen. Dann hab ich gleich wenigstens noch jemanden, den ich wählen kann. I guess, von mir aus. Aber ich finde, ja, das ist okay. Aber ich finde die Wahl mehr ändern. Ah, nicht Way May, huh? Die waren beide auch an der Wahl. Ja, vielleicht sind ein paar liberale Karten. Ich habe 5 Minuten schon auf Nein gedrückt, weil mir die Reihenfolge nicht gefiel. Aber das verstehe ich. Ich akzeptiere und respektiere das. 3-0 Führung für die Faschisten. Nein, Donnerwetter. Vita ist nur eine liberale Karte dabei. Okay. Vita ist nur eine dabei. Wiederholen wir unser geiles Spiel von letzter Runde, würde ich sagen. Also, nach der Logik funktioniert das eh nicht. Weil beides hat nicht eine weggelegt. Nee, nach der Logik müssen wir beide böse sein. Das kann theoretisch passieren. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Muss aber nicht. Aber, Alter, du musst jetzt 3 Liberale ziehen oder irgendwas Beklopptes muss hier passieren, also ich sag euch, ich bin nicht Fasche, ich hab die Wahrheit hier gesagt. So, das liebe Leute, ich möchte mal anmerken, ich habe nur eine blaue gezogen. Wo sind die ganzen liberalen Karten hin? Meine blaue kann vorne weggelegt worden sein. Das kann man schon fast von ausgehen. Jungs, kann ich jetzt wieder Schubi wählen, oder? Ja, also ich sehe halt keinen anderen gerade, der safe ist. 1 und 2 kannst du nicht wählen. Teil vielleicht noch, ich bin 1, 2, warte, mit wem war Milky Way? Ja, mit 1. Ja, aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Milky Way war mit Mayhaw in der Regierung. Achso, das meinst du. Ich dachte jetzt im Konflikt. Also ich weiß, dass... Also hier müssen jetzt 2 blaue drin sein, theoretisch. Das willst du mir doch nicht erzählen. Also ich weiß auch nicht. Ich kann an der Stelle halt wirklich nur Schubi gerade. Ne? Ich meine, außer Schubi und Andi, ihr habt beide noch eine blaue auch weggelegt. Hatte 2 eigentlich, aber das ergibt alles keinen Sinn. Warte, wer hatte die erste blaue gelegt? Ich kann euch sagen, ich habe keine weggelegt. Natürlich kann ich noch eine weggelegt haben. Ja, ich weiß halt auch, dass ich da Waschschuss habe. Deswegen, ich habe absolut keine Ahnung, was hier passiert ist. Im Endeffekt hatten Ben und ich beide 3 Faschos. Nee. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass du 3 Faschos hattest. Ben hat 3 rote gezogen. Milky hat auch 3 rote gezogen. Hat dir aus Zufall auch aufgedeckt. Wait, aber ich meine, I guess, das ergibt mehr Sinn. Das ist ein bisschen zu wenig. Ja. Also irgendwo, ja gut, aber gut, ich weiß ja, dass Makeway Fascho ist, also probably ist zwischen 1 und 2 eine weggelegt worden. Das ist okay. Ja. Mayhaw oder Andy? Wollen wir nicht Nein und Tyson zu Andy? Also, ich will nur jetzt allgemein, bevor das untergeht. Das war meine Idee. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt gewählt werden möchte jetzt, oder ob ich mich nicht immer von Tyson wählen lassen möchte. Was ist da der Unterschied? Bevor das untergeht hier. Ich habe jetzt nein, hier für 2 liberale Karten. Nein, du redest jetzt nicht. Sei ruhig. Nee, du bist ja trustworthy. Also Mayo hat eine rote gelegt und Thais eine blaue. Das ist der Unterschied und das war's. Ja, wir waren beide Kanzler, ne? Ich kann bestätigen, dass Mayo 2 rote hatte. Also... Weil ich sehe den Punkt, dass ihr Thais jetzt wegen der roten da lieber haben wollt. Von mir aus machen wir das auch so. Aber ich werde trotzdem ja wählen. Lassen wir mal alle reden, die jetzt reden wollen. Wer will denn jetzt gerade was sagen? Nee, ich wollte nur vorher sagen, dass ich schon ziemlich sicher liberal bin, weil ich jetzt für 2 liberale Karten gesorgt habe und das sollte man im Hinterkopf behalten. Dani Sittler. Kann auch noch Hitler sein. Wer hat das gerade gesagt? Ich kann eure Stimmen noch nicht. Schubi. Das war aber ein Joke. Alles gut. Ich sag ja. Ich weiß nicht. Ja, warum sollen wir jetzt Nein sagen? Also, können wir Nein sagen? Warum? Also, das Ding ist halt, Mayhaw war halt in der Wahl mit Milky Way. Und ich weiß, dass liberale Karten weggegangen haben. Ich kann mir vorstellen, dass bei Milky Way und Mayhaw, dass da 2 vielleicht sogar weggegangen sind. Deswegen weiß ich nicht, ob ich hier eher Nein wähle, weil Thais und Duani mir lieber gefällt. Aber. Das Ding ist, ich weiß, dass Mayhaw blaue rote hat, aber ich keinen Grund, dir Nein zu drücken. Ja, 4 blaue. Hier blau gesehen, ja, dann gehen wir davon aus, dass eine weggedeckt wurde, wäre die 5. Also, okay. Ja, ich verstehe die Punkte alle. Ich will natürlich selber gerne gewählt werden, aber ich sehe ja auch meinetwegen, dass. Okay, Bene. Was hat Teil gelegt? Was hat blau gelegt? Du gerade, wer die Faschos sind? Marvin. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich verstehe nicht, wie die Karten hier zustande kommen. Das ist mein großes Problem. Ich habe aktuell keinen Plan. Okay, Marvin. Also, es kann sein, dass Mayhaw mit Marvin im Team ist. Aber sonst weiß ich halt nicht. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, diese Runde. Also, ich vertraue gerade Tai ziemlich und ich meine, bei Schubi kann es noch immer sein, dass er 2 blaue hatte und ja, aber hätte ich ja den Andi, weißt du, was mein Problem ist?
Ja. Normalerweise, wenn ich nicht 1 und 2 war, würde ich sagen, 1 und 2 sind probably beide böse und haben was weggelegt. Aber das kann ich nicht machen, weil ich ja weiß, dass ich nichts weggelegt habe. Ja, okay, Pede. Ja, aber no joke, Marvin. Bei der Kartenlage hätte ich gesagt, wir beide sind böse. Aber das geht halt ja, nicht, weil ich weiß, ich bin nicht böse. Aber ich weiß, du bist böse, also. Ich hab so viel überlegt. Warte kurz, wer ist denn jetzt Präsident? Okay, Teil wäre so wie. Nee, warte, hä? Was ist unsere Option, wenn wir jetzt auf Nein gehen? Du und du an. Wenn er Teil ist, oder Teil wählt Mayhaw. Basically wäre mir das eigentlich relativ einfach. Ach so. Andi eine blaue durchgebracht. Ja, drücken mit 5 und 1. Warte. Ich denk mir halt gerade, Andi hat schon mal mehr oder weniger für eine blaue Karte gesorgt, dass er Teil halt die Wahl gelassen hat. Wenn Mayhaw jetzt Präsident wäre und theoretisch, es ist sehr wahrscheinlich, dass eine blaue kommt, wenn Mayhaw jetzt dann nur rote gibt und quasi, oder ja, ich weiß nicht. Also du sagst es auch eher Thais als Mayhaw. Du musst halt bedenken, rein theoretisch könnte ich auch noch Fafo sein und einfach irgendwie 2 blaue gezogen haben oder so. Das habe ich auch gerade gedacht. Ja, stimmt. Ja, genau. Das gleiche wie bei Schuhen. Dass du das jetzt selber ansprichst, macht das für mich eher wieder Fafo. Ja, wollen wir nicht, dass ich in Tour Andi gehe dann? Ich bin für Nein jetzt. Ich bin dafür, dass Mayhaw jetzt mit Nein abgeht. Vielleicht täusche ich mich auch total schon wieder, aber. Aus meiner Sicht ist der Punkt gerade, wir haben ja zwischen 1 und 2 einen Fascho, ne? Und da müssen zwischen 3 und 7 noch 2 weitere Faschos sein. Können wir nicht Nein wählen und Teil wählt Andi oder so? Ja, das sehe ich auch. Das sagt ja die ganze Zeit. Ich müsste aus meiner Sicht jetzt fast schon vermuten, dass Teils Fascho sein könnte, weshalb ich halt lieber selber das Ganze mache. Aber ich sehe auch immer warum noch. Bin ich jetzt ein Fascho? Ich habe nur die Möglichkeit gesagt. Ich habe ja gerade gesagt, 1 oder 2 ist ein Fascho. Das heißt, zwischen 3 und 7 sind noch 2 weitere Faschos. Die Sache ist halt, wenn jetzt eine rote. Anderen Faschos. Wenn jetzt eine rote. 3 und 7. Rote 3, 4, 5, 6, 7. Also 3 bis 7, meine ich. Ich sag's euch, ich finde Teils liberaler als Mayhaw und deswegen möchte ich diese eine Wahl haben. Das hat nichts mit Mayhaw zu tun, es geht aber einfach nur darum, die liberalste Wahl hier zu machen. Also, das Ding ist, ich bleib bei ja, weil ich eher. Weil Mayhaw weiß ich, dass er 2 rote Karten hatte. Ich bin für Nein. Aber dann muss ich dir trauen und ich weiß, ich kann dir nicht trauen. Ja, deswegen wird Bede jetzt Nein voten und das ist okay. Das Argument, dass ich 2 rote Karten hatte, das macht mich halt aber auch nicht liberal, ne? Deswegen wundert es mich gerade so. Aber es gibt auch keinen Grund, den zu distrusten. Finde ich. Aha. Milky Way Mayhaw. Milky Way Mayhaw gefallen mir langsam echt absolut nicht mehr. Holy shit. Was geht bei euch? Ich fühle es gar nicht. Ich frag mich aber, wer der Dritte in dem Paar sein sollte. Das ist tatsächlich auffällig, aber das hat noch nicht unbedingt was zu heißen. Wer auch immer der Dritte in dem Bunde ist, hat dann wohl die Memo nicht bekommen. Ich hab Telegram kommt später. Aber will sich ja nicht verdächtig machen. Ich will, dass ich ihm glaube. Alles stimmt, ja. Das gefällt mir jetzt nicht, aber wir haben es ja abgesprochen. Wir haben es ja abgesprochen, oder? Perfekt. Also das haben wir leider nicht abgesprochen. Ich hab dir die Wahl gegeben. 2 blaue? Moment. Okay, aber stopp. Wenn Tai jetzt die Option hat, Scheiße, wir hätten geben, doch mehr Horn nehmen 2 sollen. 2 blaue? Oh, Mann. 2? Okay, das so ist eine halt Scheiße. Aber warte. Erklärt euch. Okay, das heißt, du meinst, du hast eine blaue weggelegt. Ich habe ihnen die Wahl gegeben, ja. Also, okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Thais eine blaue weggelegt hat. Und ich auch. Aus der Sicht muss Thais eine blaue weggelegt haben, egal ob er jetzt 2 blaue und eine rote hatte oder 2 rote und eine blaue. Also, ich hab dir die Wahl gegeben, dann kenne ich dich jetzt. Präsidentschaftspreis! Ja, jetzt erstmal nein. Oh, fuck! Das ist ja warum? Okay. Dann wähle aber jetzt mich, weil ich bin relativ safe. Thais, nein. Also okay, Andi, Thais Konflikt, ich würde jetzt nicht ja wählen, weil Thais ihn gerade erschießen wollte. Also ich würde jetzt nicht ja wählen. Ich müsste ihn erschießen. Aus meiner Sicht gibt es im Moment keine Wahl, wo ich ja voten würde, egal was passiert. Aber da wir 2 blaue anscheinend raus haben, ist auch random gerade keine Option mehr. Ich kann euch sagen, es ist höchstens eine blaue draußen, aber das müsst ihr mir nicht unbedingt glauben. So. Wenn wir mich jetzt mit Nein stimmen, danach kommen Bene und Marvin. Die müssen wir eigentlich auch mit Nein stimmen, weil die beide im Konflikt.
Warte, wenn Thais die Wahrheit gesagt hat, dann können wir nicht auf Random-Karte gehen, weil eine Fasche kommt. Ich glaube tatsächlich Bene ein bisschen mehr. Das ist aber so ganz vorsichtig. Ich habe langsam das Gefühl, dass ich nur mit Faschos spiele. Also ich kann euch sagen, wenn ich wählen würde. Ich würde Pock wählen. Danke. Oder Schubi, I guess. Aber einer von den beiden. Dementsprechend vertraue ich jetzt beiden nicht mehr. Danke, Bene. Aber beide, die sind liberalsten am Tisch. Wie, du vertraust den beiden nicht? Ich vertraue lieber, wenn du Marvin. Die haben die erste und die dritte gelegt. Du kannst nicht sagen, oh ja, jetzt vertraue ich dir nicht. Ich meine, sonst würde ich jetzt fast einen guten Move machen, aber nein, die sind die liberalsten am Tisch. Okay, weißt du, Leute, du vertraust mir auch nie, wenn ich irgendwas sage. Ja, weil ich weiß, dass du Fascho bist. Ja, aber du bist Fascho. Schubi und ich sind da. Wir müssen uns jetzt mal absprechen. Pass auf. Je nachdem, ob ihr jetzt mir glaubt oder Thais, jetzt entweder zwei oder null oder eine blaue draußen. Wenn ihr mir glaubt, dann ist höchstens eine blaue draußen. Dann könnte man überlegen, ob man die nächsten drei Wahlen einfach nein votet und dann Schubi wählen lässt. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob Schubi nicht vielleicht noch Hitler sein könnte oder so, aber ja gut, okay, das Risiko gibt es bei jedem. Das ist aus deiner Perspektive natürlich immer super, die Random-Karte, auch wenn du Fascho bist, weil dann kommen die Fascho-Karte. Aber ja, pass auf, wenn ihr Thais glaubt, dass er zwei blaue gezogen hat und mich nicht geforst hat, sondern mir die Wahl gelassen hat. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum man nach dem Wii-Shuffle die Wahl lässt, aber okay. Das klingt schon nach einem Scheiß-Move. An dem Punkt war ich nämlich auch gerade. Müssen wir dann laut der Theorie eine Wahl durchgehen lassen, weil die Chance, dass eine rote kommt, viel zu hoch ist. Und dann ist halt die Frage, wen von uns dreien im Konflikt wir durchlassen. Dann am besten nochmal was zu sagen, wie dieser Konflikt hier zustande gekommen sein wird. Das muss ja so gewesen sein, dass ein Fascho nicht riskieren wollte, dass eine weitere liberale Karte gelegt wird. Also weil vier liberale Karten sehen für Faschos gefährlich aus. Ja. So, und als Liberaler möchte ich umgekehrt, dass die vierte Liberale kommt. Dann mache ich als Präsident nicht eine blaue weg. Ja, aber du musst auch sehen, dass Thais offensiv in dem Sinne in den Konflikt gegangen ist. Also wenn er Fascho ist, dann hätte er einfach sagen können, oh, ich habe drei rote gezogen. Er hat ja offensichtlich geclaimed, ich hatte zwei blaue. Oh mein Gott, das ist was passiert. Also das ist schon... Es ist schon weird. Also ich muss halt sagen, in der Situation an sich einfach isoliert betrachte, würde ich eher sagen, dass Andi lieber verdächtiger ist. Vielleicht hat Thais wirklich aber die zwei Blauen gehabt und konnte nicht rot claimen, weil Andi das ja sonst gesehen hätte. Wenn er zwei Blaue hätte, dann wäre eine Blaue. Außer dass beide sind böse. Also ich vermute, dass... Und die nächste Frage wäre übrigens, wenn wir eine von den nächsten drei Wahlen durchlassen, wen zur Hölle wählen wir? Mich. Milky Way würde ich ehrlich gesagt nicht durchgehen lassen, egal ob als Präsident oder als Kanzler. Da bleibt aus meiner Sicht ja nur ich oder Bene übrig. Ich habe einen ganz interessanten Fakt. Wir natürlich am liebsten, aber ihr wisst es nicht. Ich wäre bei Milky Way auch für nein. Ich wäre bei Bene für nein. Wenn gut, dass wir uns einig sind. Und dann hatten wir jetzt schon was gesagt, ob Bene eher Thais oder eher Andi glaubt? Ich möchte keinem drauf glauben, wenn ich ehrlich bin, aber... Thais sagt aber auch nichts mehr. Ja, Thais. Thais raus. Thais geht in den Konflikt, sagt nichts mehr. Nein, Real Talk, ich bin gerade einfach maximal verwirrt. Ich komme gerade bei den ganzen Konflikten nicht mehr mit. Also ich weiß, dass dieser Konflikt bei Andi und mir da ist. Dann weiß... Ja, Anfangskonflikte habe ich komplett verpeilt. Ich und Milky Way. Zwischen Milky Way und Bene ist kein richtiger Konflikt. Es ist nur so, dass es... Nein. Er ist schon ein Konflikt. Er hat mich angesehen. Wo denn? Das ist voll blau und Konflikt zu spät. Ach so. Ja, ja. Das war doch der tolle Play, wo der Konflikt eigentlich schon da war. Und dann Milky Way mich nochmal angeguckt hat. Und das ist halt das, was mich gerade komplett aus dem Konzept bringt. Ja, ja. Das war noch weird. Das, was mich gerade komplett aus dem Konzept bringt. So. Und deswegen bin ich jetzt die letzten paar Minuten einfach die ganze Zeit den Chat hoch und runter gescrollt, um irgendwie die ganzen Sachen irgendwie im Nachhinein zu verstehen. Aber ich meine, Thais, Marvin hat schon guten Play gemacht im Sinne, dass er jetzt sehr viel Verwirrung stiftet. Das ist schon richtig. Also, das Problem mit dem Stift als Liberal, die Verwirrung, das ist eigentlich nicht gut. Ich wüsste, wie Thais als Liberaler argumentieren könnte, um die blauen Karten da zu erklären am Anfang. Ich verstehe es halt auch nicht, wie Thais das argumentieren kann, wenn er zwei blaue da hatte. Never.
Also neu gemischt wurde. Das wird halt erklären, ja, wieso am Anfang so. Nein, es wurde neu gemischt heißt. Es war neu gemischt. Es wurde neu gemischt. Erstens ist es saumäßig unwahrscheinlich, bei drei blauen 2 zu ziehen und dann eine davon wegzulegen, ist einfach nur viel zu viel Risiko für viel zu wenig Gewinn. Das heißt, macht das halt auch irgendwie keinen Sinn, deswegen verstehe ich das nicht. Da ist jetzt mal eine Frage zwischen Konfliktpartnern, ne? Was glaubst du denn, wer blauer weggelegt hat? Wer die blauen am Anfang weggelegen hat oder jetzt nach dem... Ja. Also ganz am Anfang, gut. I guess Bene hat eine blaue, würde ich mal schätzen, weggelegt, weil, ja okay, ist halt First Turn zu... I don't know. Ich würde halt, das würde irgendwo in meinem Kopf gerade diese Sache bezüglich Mayho und Bene erklären, deswegen würde ich jetzt schätzen, dass Maybe Bene eine weggelegt hätte. Milky Man Bene. Ja. Ich bin, jetzt bin ich komplett verwirrt. Aber warum sprechen sich jetzt Andi und Thais? Lass Thais mal zu Ende reden, ich will jetzt, okay. Ich höre jetzt ganz genau zu. Nee, also, keine Ahnung, ich würde halt jetzt so schätzen, so dass ganz am Anfang so Bene als eigentlich Maybe so eine blaue hat und zwei rote und dann halt Pock zwei rote weitergegeben hat. Und Mayho hat das irgendwie nicht gepasst. Oder war das Mayho, der Bene geclaimed hat? Milky Way. Das war ich. Ja. Dass dann halt, als so die nächsten Roten weiterhin durchkamen, dass das halt dann so weird aussah, weil halt so sechs Rote hintereinander, dass ich Milky Way dann so dachte, so okay, Moment mal, maybe ist er dann... Wobei, ich glaube nicht, dass er Hitler ist. Ich meinte nur, jetzt, die Sache ist halt klar, dass mir leuchtet das schon ein, aber es kann ja auch genauso gut umgekehrt sein, weil wenn jetzt drei Rote gekommen sind und man selber, also Milky Way hätte auch genauso gut von Anfang an das provozieren können, den Konflikt, indem er direkt sagt, drei Rote und dann schon im Gedanken so, dass er halt sagt, ja, dann prüfe ich halt Bene, weil, ja, dass man von vornherein also den Konflikt aus meiner Sicht kann. Spielen gerade Bene und ich in einem Team und Schubi Marvin und Thais in einem Team. Und Schubi gesagt. Und ich. Ich habe gerade, warte, Frage, warum du daherkommst. Ich möchte nämlich hoffen, dass du denselben Gedanken hast. Du hast Thais gerade gefragt, weil du glaubst, dass er der Fasche ist und er hatte gerade Informationen gegeben, weil ich dass weiß, er gerade ausgequetscht ist und ich wollte ihn eine Falle locken. Eigentlich, Thais, was? Nee, erzähl du jetzt. Mich interessiert jetzt deine Falle, die du mir als Fasche gestellt hast. Okay, mich als das Problem ist, die Falle hat noch nicht funktioniert, weil du noch nicht zu Ende reden konntest. Ja, dann werde ich ja jetzt nicht zu Ende reden. Hä? Ja, okay. Ja, aber ich verstehe den Plan. Das Ding ist, ich habe am Anfang mal Thais gewählt und ihm eine rote und eine blaue gegeben und gesagt, dass ich eine blaue und zwei rote hatte. Aus seiner Sicht hätte er gut argumentieren können, dass ich auch zwei blaue gezogen habe. Aber das kann natürlich auch einfach sein, dass er tatsächlich liberal ist und einfach nicht dran gedacht hat. Das ist jetzt nur meine persönliche Argumentation. Hey, warte, was? Er kann ja nicht liberal sein, eine Regierung mit Thais gebildet. Ja, das ist mir zu viel für die Unterwasser-Chat. Nein, warte, lass mal erklären. Also, pass auf. Ich habe am Anfang mit Thais eine Regierung gebildet. Ich Präsident, Thais Kanzler. Genau. Das war die vierte Regierung. Da ist die zweite blaue rausgekommen und Thais hat von mir die Wahl bekommen und ich habe behauptet, ich habe zwei rote und eine blaue gezogen. Ja. Und Thais behauptet jetzt aber, ich bin der Fascho. Ja, weil der Konflikt gegangen ist, so ja und? Dann hätte es aus seiner Sicht ja sein können, dass ich zwei blaue gezogen habe und einfach nur eine blaue weggelegt habe. Ja, aber Andi, du musst daran denken, also soweit muss Thais jetzt auch erstmal denken. Also das ist jetzt kein Front, aber ich weiß, dass du das siehst, aber das muss Thais nicht mit ihm sehen. Das Ding ist, stattdessen hat er sich irgendwie so auf dich so eingeschossen, Bene. Dadurch, dass am Anfang halt bei diesem Konflikt, dass halt Bene dadurch der Fascho ist, durch das Anfangszeug und dass halt jetzt du, Andi, dann halt wahrscheinlich mit der Nächste bist, wer jetzt von euch beiden oder ob einer von euch beiden überhaupt Hitler ist, I don't know. Aber das ist halt so mein Standpunkt so. Ich sehe jetzt auch nicht, wieso ich das eben von dir so erläutern hätte müssen. Thais? Also das, was du gerade gesagt hast, sehe ich natürlich. Aber ich sehe jetzt nicht, wieso ich das überhaupt erläutern hätte müssen, wenn ich so oder so denke, dass du Aber Thais, jetzt mal Butter bei die Fische. Warum glaubst du, dass ich verdächtiger bin als Milky Way? Ich finde das Anfangszeug weird. Ich finde das Anfangszeug weird. Das ist ja okay, aber einer von uns beiden ist böse. Du schießt dich so fest auf mich zu. Und das finde ich halt mega seltsam. Ist halt echt so. Ich würde gleich, wenn ihr fertig seid, gerne noch einen konstruktiven Vorschlag machen. Ja, wieso nicht? So, wir haben einen Konflikt zwischen 1 und 2 und zwischen 4 und 7, richtig? Ja. So, dann sind zwischen 3, 5 und 6
zwischen drei Spielern also noch ein weiterer Fascho und zwei Liberale. Das heißt, wir wollen jetzt einen Präsidenten haben aus 3, 5 und 6, weil wir da eine Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit haben, einen liberalen Präsident zu erwischen. Alles ja, andere ist 50-50. Aber wahrscheinlich haben wir da ein Drittel Wahrscheinlichkeit. Aber da muss ja dann jetzt eine Random Card gelegt werden, bis du dahin kommst. Ja, genau. Das ist eben die Sache. Das ist halt kacke. Also, ich persönlich, wenn wir eine der nächsten drei Regierungen durchgehen lassen wollen würden, dann wäre ich am ehesten natürlich für mich, logischerweise. Das muss ich aber nicht glauben. Aber das geht halt und, nicht. Und wenn ihr von den anderen beiden Beefern einen unbedingt haben wollt, dann dich ehrlich gesagt Bene. Ich sehe, wo du herkommst, so wegen der ganzen Thais-Argumentation. Und Kanzler würde ich am ehesten bei Pock noch sehen. Ich würde Pock oder Schubi überlegen, weil die beiden, wie gesagt, immer noch dritte lieber und erste liberale Karte. Ich würde sagen Pock, weil Pock hat eine rote und zwei blaue gezogen und hat zwei blaue weitergegeben. Als Hitler hätte er vielleicht eher die Wahl gelassen, um was draufzufinden. Das scheint in Ordnung zu sein. Warte, was? Marvin? Du bist damit in Ordnung? Weißt du, ja, ich kann auch sehen, wenn Argumente sinnvoll sind. Ja, aber du bist egal, ja egal, welche Seite ich... Okay, nee, dann okay. Okay. Dann wähle einen von mich, danke. Ich gesagt, fast lieber die Random-Karte haben wollen, so rein gefühlsmäßig. Ja, aber Mayhaw, wem traust du? Traust du Andi oder Thais? Weil wenn du Thais traust, dann wird da eine rote kommen. Ja, ich kann das halt gerade gar nicht sagen, wem ich da traue. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da schon festlegen muss, einem der beiden zu trauen. Ja. Was würdest du denn vorschlagen, wenn die Random-Karte kommt? 3, 5, 6, davon einen Präsident. Und dann müssten wir weiter gucken, wer dann Kanzler wird. Vielleicht noch jemand aus 3, 5, 6. So würde ich jetzt sagen, ich habe Angst, dass einer von euch Hitler ist und gewählt wird. Zu treffen. Also ich sag's euch, wenn 3, 5, 6 ist und davon einer Hitler ist, ist halt zweite Wahrscheinlichkeit, dass Hitler dabei ist. Und Hitler ist halt in Präsident und Kanzler schlecht. Das heißt, wenn bei 3, 5, 6 Hitler ist, haben wir eine ein Drittel Chance, dass die Wahl gut geht. Dann müssten wir 3, 5, 6 Präsident machen und irgendwen anders als Kanzler dann nochmal diskutieren, der weniger wahrscheinlich Hitler ist. Dem man zur Not erschießen kann, wenn der Rote kommt. Ja. Jetzt ist es im Prinzip 50-50, ob ein Fascho gewählt wird, der irgendwen anders erschießt. Als ich finde mich noch fair als Präsident, aber das müsst ihr nicht glauben. Ich finde, Andi hat ein gutes Argument, weil Thais halt so hart gegen mich gepusht hat. Aber wie gesagt, Konflikt, Leute, es ist eure Entscheidung. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich Andi als Präsident haben möchte. Wenn ihr mich nicht als Präsident haben wollt, bin ich schon wieder mit Bauchschmerzen für Bene als Präsident. Ja gut, du weißt halt nicht, ne? Du gehst halt nur davon aus, weil Thais halt so hart gegen mich gepusht. Ich weiß, dass das Bauchschmerzen... Ich weiß, dass ich mir nicht traust. Das Ding ist, Bene, ich weiß, du kannst andere sehr gut belabern. Ich bin eigentlich hier, um dem mal ein bisschen Riegel vorzuschieben. Und jetzt spreche ich für dich. Das ist irgendwie scheiße. Alles hat funktioniert. Ich bin alles gut. Aber die Sache ist, letztes Spiel hat ja funktioniert. Wenn Tai gelogen hat, ja, wenn Tai gelogen hat, nur für den Fall der Fälle, dann ist doch recht wahrscheinlich, dass jetzt auch eine blaue dazukommt, oder? Oder nicht? Ja, wenn er gelogen hat, es kann immer noch sein, dass er wirklich zwei blaue gezogen hat. Genau. Ich dann wirklich die blaue. Es kann auch rein theoretisch sein, dass wir beide Faschos sind und wir gerade zwei blaue gezogen haben. Deswegen, und das wirklich zu verschleiern, hat er gesagt, er hat wirklich zwei blaue gezogen. Deswegen würde ich aber auch fast sagen, ja, weil, also ich weiß nicht, also finde nicht mal, ob es nötig ist, jetzt zu dodgen, also dass man sagt, man gibt es an Bene weiter, dass er mich wählt. Ja, ich glaube, mir wäre Andi auch noch lieber als irgendwer anders gerade. Aber rede weiter. Ja, also ich persönlich, wie gesagt, also eben für den Fall der Fälle, wenn Tai gelogen hat, kann es sehr gut sein, dass jetzt eine blaue kommt, ja? So oder so denke ich. Das können wir dann so herausfinden. Ja. Und wenn wirklich nur rote kommen, ja, dann. Ja, aber darauf können wir doch. Dann muss so oder so jemand erschossen werden, dann ist die Random-Karte auch scheiße. Eigentlich können wir jetzt doch auf die Random-Card Prinz. Ja, okay, wobei dafür ist es zu spät. Also kurz bevor es am Ende wieder heißt, hey, Tai redet nicht, deswegen ist er Fascho. Möchte ich kurz meinen Gedankengang, den ich gerade für 2 Sekunden habe, erläutern. Ich war gerade halt so, hey, wenn wir into Random Card gehen, dann könnten wir halt sehen, dadurch, welche Card halt so kommt, wer jetzt von Andi und mir halt der Fascho ist und dann. Aber dafür ist es halt jetzt im Game zu weit zu spät. Das ist doch immer noch ein absoluter Scheiß-Play.
Das Ding ist, selbst wenn nur eine blaue gekommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit auf Rot immer noch deutlich höher bei einer Random Card, ne? Ja. Yep. Ich würde jetzt dadurch, dass man als Liberaler diesen Move da fast gar nicht machen kann, bei noch drei übrigen blauen Karten zu riskieren, dass zwei davon weggeschmissen werden. Wollte ich sagen, Kai ist böse. Dass... Ja. Ja. Also ich mehr für vier. Ich wäre tatsächlich für Andy in Mayhaw. Nein. Bist du denn Andy in Mayhaw? Nein. Oh, deswegen! Andy. Oh, das habe ich total vergessen. Ich hatte die Milky Way Mayhaw geschickt, das total vergessen. Ja, oh mein Gott, sicher nicht. Okay, das war sneaky. Ich hab da total nicht mehr dran gedacht. Also weißt du, rein theoretisch, wenn ich jetzt wüsste, dass ich Präsident durchgehen würde, ich sage schon mal so würde, dann würde ich tatsächlich immer noch mit Bauchschmerzen Bene als Kanzler nehmen. Wieso denn Bene als Kanzler? Wieso? Will ich Kanzler werden? Ich weiß nicht. Warum denn? Aus dem Konflikt machst du halt für mich den liberaleren Eindruck. Du möchtest aus dem Sinne wählen, weil... Du könntest tatsächlich drei rote gezogen haben am Anfang und aus Zufall aufgedeckt worden sein. Ja, Was dann wieder sein könnte, dass du als Hitler eigentlich doch in der ersten Runde lieber eine blaue spielen würdest, deswegen du dann noch weniger Hitler bist. Nee, das sehe ich. Es ist, also, welches Hitler in der ersten Runde, dann... Also, warte mal, das ist ein sehr guter Punkt. Zwischen uns beiden seid ihr doch sicher, dass einer böse ist, richtig? Ja. Und ihr seid doch sicher, dass einer von uns seine Karte weggelegt hätte. Es ist offensichtlich. Warte, wenn ich jetzt Hitler wäre, dann würde ich in der ersten Runde jetzt nicht eine Faschistenkarte legen. Dann würde ich eine liberale Karte legen. Du würdest als Hitler auch die Faschistenkarte legen. Ja, aber doch nicht in der ersten Runde. Vor allem, du könntest auch immer noch ein Faschist sein und nicht Hitler. Also. Ja, aber dann ist doch als Kanzler fein, dann werde ich erschossen. Nein, Marvin. Schau, du meintest, dass Andi wählen soll. Wenn Andi mich wählt, dann ist das doch fein. Wenn ich die böse Karte lege, dann kann er mich doch erschießen. Das ist für dich in allen Welten fein. Bene. Ja. Wenn du jetzt eine rote legst, obwohl ich dir eine blaue gebe, dann werde ich dich trotzdem nicht erschießen, sondern Thais, weil du dann nicht Hitler bist und Thais noch Hitler sein könnte. Ja, okay, fair. Ja, nee, okay, sehe ich, aber trotzdem. Aber dann würde ich Thais erschießen und weiterhin gegen dich argumentieren. Das ist okay. Aber ja. Dankeschön. Ich hätte von Schubi und Pock gerne halt gewusst, wen sie haben wollen als Kanzler gleich mal irgendwann. Ich hätte gern mich als Kanzler. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich würde Dani. Eher sehen als. Ja. Ich finde das Argument aber gut. Also, ich weiß nicht, wieso das jetzt auf einmal so verschwommen ist, aber ich meine, ich sehe auch irgendwo den Play, dass man sagen könnte, man kann dadurch mehr abchecken, so. Wenn man jetzt Bene als Kanzler wählt. Aber ich weiß auch nicht, weil. Ja, obwohl ich also, weiß nicht mal. Ich sehe halt noch immer irgendwie mehr das Lager Milky Way, Andy, Mayhaw zusammen. Als Bene mit Andy. Was? Ich meine, es kann sein, dass Andy böse ist, dann haben wir ein Problem, wenn er mich erschießt. Das ist richtig. Ich sehe es deswegen, weil ich eher. Stopp. Ich finde halt, weil Milky Way und Mayhaw, das kann natürlich, weil die halt zusammen irgendwas mal gewählt haben, als einzige. Also irgendwie, Bene und Pock klingt langsam für mich nach der Kombi hier. Wieso sollte dann Pock dagegen argumentieren, dass jetzt die Wahl durchkommt? Milky Way, ich und Mayhaw. Dafür habe ich dann, als Mayhaw Präsident war, gesagt, ich möchte nein. Ihr habt mich falsch verstanden. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich die Safe sehe, sondern ich sehe eher die Lager so. Ich sehe nicht, dass Andy und Bene zusammenspielen. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die im selben Lager sind. Also haben wir quasi zwei Lager gerade, genau. Die wir dann wählen, in deinen Augen. Das heißt, wenn Andy und ich, wäre quasi zwei Lager. Ja, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, ob wir zwei Lager sind, muss ich sagen. Aber legit, Pock, ich weiß nicht, ob wir wirklich im unterschiedlichen Lager sind, weil ich finde, Andy argumentiert halt mega liberal gerade. Also es ist halt einfach ein guter Play, mich zu wählen. Und ich habe das noch selber nicht mal gesehen. Toll, Bede, aus deiner Sicht ist es natürlich ein guter Play. Nein, ich hab's ja selber nicht gesehen. Ich war eben total verwirrt, als er mich aufgestellt hat, aber es ergibt Sinn. Es ergibt halt Sinn. Die einzige Person, die ich hier nicht wählen würde, ist Bede. Ja, aber das sagst du halt. Das ist aus deiner Sicht auch klar.
Ja, genau, ja, dementsprechend muss ich das macht dann. Ja, aber doch, nein, Marvin, das ergibt doch Sinn. Wenn der mich wählt, kann er mich doch erschießen. Das ist doch super für dich. So, wenn du Ettler bist, verlieren wir. Ja, aber ich bin doch nicht Hitler. Bene, immer noch. Ich werde dich auf gar keinen Fall erschießen. Egal, selbst wenn du. Ja, dann erschießt du Thais, es ist ja okay. Ja, I guess, dann. Ja, es ist der richtige Player. Das ist schon over, so. Hm? Was? Wenn ich halt erschossen werde, das ist halt over, weil dann ist es 3-3. Cool. Ja, du musst gegen. Nee, Thais, das ist vollkommen fair. Du musst gegen die Wahl von Anni. Du musst pushen, warum Anni nicht Präsident sind, naja, weil die sind im Konflikt. Ja. So. Thais und Bilky Babe pushen natürlich dagegen, dass ich jetzt Bede wählen würde. Das ist absolut klar. Da müssen sie nicht argumentieren. Ich push nur gegen Bede, nicht als gegen Pastor dich. Auch. Ja, ich weiß. Okay. Aber ich sehe halt ihr beide müsst gegen diese Wahl pushen, egal ob als Pastor. Ja, aber Marvin, du hast doch gesehen, dass ich in der ersten Runde. Also, guck mal, aus seiner Perspektive. So, du glaubst ja von dir, du bist liberal, richtig? Das heißt, aus deiner Perspektive müsste ich ja. Ja, guck, ich weiß, dass du eine Liberalkarte weggelegt hast. Also, zumindest glaube ich so. Und das heißt, aus deiner Perspektive müsstest du aber glauben, dass ich eine weggelegt habe. Dementsprechend mache ich das in der ersten Runde als Hitler und ziemlich aus dem Game. Okay, damit bist du wahrscheinlich nicht Hitler, das ist korrekt. Ja, also, dann ist doch für dich fein, wenn du Andi traust, dass er mich wählt. Aber ganz ehrlich, wenn das jetzt der Play war, ich will weiterspielen, jetzt WP, ne, bitte. Ja. Okay. Ja. Die Wahl wird wahrscheinlich nicht durchgehen, aber ich versuche. Wahrscheinlich nicht durchgehen, bringt es dir was, einen Test zu machen in irgendeiner Form, aber gut. Das Ding ist halt, es wird dann geskippt, Random Karte. Und das Problem ist halt mit der Random Karte, immer das Problem. Random Karte ist verloren. Da kommen wir sicher die Fahrschuss. Aber jetzt, ich dachte, ich hätte schon geklickt. Thais sagt nein. Okay, gut. Ja, natürlich sage ich nein, wenn ich. So weiß das einer von okay. Beiden. Okay, Andi, ich zieh meinen Hut. Und beim anderen meine. Wait, what? Andi ist liberal? Was? Warte, was? Du hattest erst noch 3 rote Karten? Ich hatte 3 rote Karten. Ey, wieso war das Game jetzt over? Weil Bene Hitler war. Oh, bitte, ey. Haben wir jetzt gewonnen oder verloren? Bene hat's gut runtergespielt. Also, dass Andi da so naiv war und Bene so... Ich dachte, Andi wäre mein Fascho-Kollege. Ich dachte, warum pusht er so für mich? Okay, das ist auffällig, aber ich drehe das noch um. Keine Ahnung, irgendwann sollte vielleicht einfach mal auch mal die Liberals sprechen. Bene hat fucking gut argumentiert. Ich würde ganz gern kurz meinen Standpunkt erklären, wieso ich jetzt unter anderem noch eben ganz halt so ruhig war. Also. Das Problem war, ich war halt so, wenn ich den Konflikt jetzt eingehe, dass ich sage, dass ich 2 blau habe, von Grund auf her würde das irgendwo funktionieren. Deswegen war ich so, das mache ich. Dann war nur das Problem, dass ich dachte, dass ich jetzt jemanden erschießen kann und dass ich dann angenommen habe. Das haben wir gemerkt. Und das haben wir gemerkt. Dann war ich so, fuck, warte, jetzt muss ich überlegen. Das war so, wo ich die 2-3 Minuten still war. Und dann habe ich so ganz halt so versucht, so mit dem, was ich sag, irgendwie gegen Bene. Das hat auch irgendwo funktioniert. Ich habe jetzt nur irgendwie am Ende reingesagt, weil ich nicht gecheckt habe, dass das Game jetzt zu Ende geht. Aber dazu kommen wir gleich, bitte. Deswegen bin ich danach dann ganze Zeit auf Bene gepusht, weil ich war dann okay. Also ich war mäßig so okay. Ich werde früher oder später sterben und es wird klar sein, dass ich der Fascho bin. Aber wenn ich dann ganze Zeit gegen Bene geshootet habe, wird es eher der Gedanke sein, dass ich dumm war und Milky Way verteidigen wollte, weil er Hitler ist und das deswegen, was auch voll oft gesagt wurde, in den letzten paar Minuten wurde so oft gesagt, ja, nee, Bene ist, glaube ich, nicht Hitler. Und ich habe mich hier so abgelacht. Ja, Bene, das hat er selber halt gesagt, ne? Ich habe noch gesagt, dass... Tut mir leid, Marvin und Mayhaw, das tut mir leid, dass ich euch da reingeritten habe. Wisst ihr, was ich glaube, wäre meine Faschung. Nothing personal, das ist ein Game. Aber wieso war das Game jetzt am Ende zu Ende? Weil Bene Hitler war. Haben jetzt die Faschos oder die Liberalen? Die Faschos. Ja, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Du hast eigentlich alles falsch gemacht. Thais hat schon richtig gemacht, indem er gegen mich argumentiert. Aber wisst ihr, was ich geglaubt habe, wer meine Faschokollegen waren als Hitler? Wisst ihr, was ich geglaubt habe, wer böse ist? Ich habe gedacht, Andi und Pock. Ich war komplett daneben. Weil ich zwischendrin gesagt habe, dass du Pock wählen sollst? Nee, Pock hat auch irgendwann mal so gesagt, ach ja, Bene ist eigentlich, traue ich ihr ein bisschen mehr. Pock hat ein bisschen für mich gepusht irgendwann. Ne? Ja, aber actually ist das eigentlich fein, weil ich bin ja bewusst so gegen dich gegangen, um dich als Hitler zu decken. So. Ja, nee, das war schon nice. Macht mal jemand eine neue Runde auf.
Mein Kerngedanke war ja, dass du als Hitler untergehst und die Leute nicht denken, dass du Hitler bist. So. Ich hab dann einfach irgendwann den Faden verloren. Oh. Ey, ganz ehrlich, ich hab mir gerade eine halbe Stunde für eine Wahl gebraucht. Ja. Und dann haben wir trotzdem Hitler gewählt. Toll. Ich hab Hitler gewählt. Also, du bist mein Kollege. Ich dachte so, Andi pusht so hart für mich, Mann. Der ist mein Kollege durch und durch. Aber ich hab doch so liberal die ganze Zeit argumentiert. Ja, du warst der confirmed liberal, deswegen habe ich auch, egal was du gemacht hast, hätte ich dann gemacht, ne? Aber Andi, du hast so liberal für mich argumentiert. Das Ding ist, Bene, wärst du jetzt nicht Hitler gewesen, dann hätte ich, auch wenn du eine blaue gespielt hättest, dafür argumentiert, dass man euch beide trotzdem überspringt und dann eine Random Card macht und dann nochmal dieselbe Wahl macht. Ja, by the way, okay, nice. Aber ich muss noch was dazu sagen. Ich hatte am Anfang 3 verschissene Karten und Marvel hatte 3 verschissene Karten. Wir hatten echt das Pech. Achso, lol, okay. Ich habe keine weggelegt. Also ich habe halt legit, war irgendwo ein Geistiger, weil ich habe dich ja versucht, dich zu backsteppen, indem ich meinte so, jo, ich glaube, du hattest eine blaue, obwohl wir halt so im gleichen Team waren. Aber ich habe halt legit gedacht, du hättest eine blaue gehabt. Schade. Aber eine neue Runde haben wir jetzt. Schön, dass Finn so eine Runde jetzt aufbaut. Wirklich insane. So, Alter. Aber jetzt, ihr wisst Bescheid, ich gehe den Liberalen den blauen Gehweg. Ja, Pock ist Hitler. Pock ist Hitler, der Ösi. So, okay, Pock Leute. Meine Bede ist Hitler. Milky Way, machen wir es diesmal besser. Ich sehe mich aus irgendeinem Grund wieder in den Milky Way Konflikt gehen. Ich weiß nur nicht, wie das passieren wird, aber es wird passieren. Eigentlich will ich für diese Aussage, aber ich vote jetzt erstmal ja. Marvin, ich bin froh, dass wir dich irgendwie über uns dafür überzeugt haben, dass du am Ende ja gewählt hast. Guter Start, guter Start. Bede, ja, ich hab legitim am Ende ja gewählt. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich hab am Ende einfach jetzt nur gewählt, weil ich weiterspielen wollte. Okay, gut. Aber Schubi in der letzten, ich will noch mal kurz aufs letzte Game, ich hätte nicht geglaubt, dass Schubi, ich dachte Schubi ist mein blauer Partner. Ja, jetzt mal, ich hab nicht Schubi ein einziges Wort sagen hören. Ja, nee, ich glaub, du bist versucht, ein bisschen liberal zu spielen und vielleicht wirklich, wenn mal die Chance kommt, für ihn zu pushen, aber Schubi habe ich so ein bisschen getraut. Nicht so 100 pro, okay, aber trotzdem noch mehr als ein paar anderen hier am Tisch. Der Straight Force, so ein Mayhaw-Play. Das ist eindeutig der Mayhaw, das Mayhaw kann man nicht anders nennen. Gar nicht, das ist ein Mayhaw Force, wählen. Wenn Mayhaw zwei blaue hat, Force der immer. Ich muss nachgehen, ich war gerade kurz. Ich sehe auch immer noch nicht den Punkt, warum man das nicht machen sollte. Tai, pass auf. Ja. Konflikte nix können dir helfen. Nichts Falsches machen. Für dich wäre doch super gewesen, hätte die rote gelegt, Mayhaw. Nichts Falsches machen. Ja, perfekt. Eindeutig das Richtige. Guys. Ich bin der nächste Präsident, Thais. Du kannst mir angucken. Genau. Ja. Aber. Dann haben wir wieder Team Gays. Team was? Warum ist das Team was? Team was? Achso, full life Gays. Okay. I don't like it. Ergibt aber Sinn, oder? Ich bin der nächste Präsident. Also. Ja, also du solltest nicht anschauen, mich, Mayhaw oder Schuh. Ja, oder Pock, weil ich weiß, dass du zwei rote hast. Ja, eigentlich aussuchen, wenn du willst. Ja, ich würde prinzipiell einen Ball mit Bane mit. Ja, guck dir Bane an. Ja. Wie claim ich das jetzt? Ah, kannst du so sagen, dann beim Chat. Okay, gut. Alles klar. Sind wir wohl die liberalen Kollegen, Thais? Die liberalen Kollegen. Hahaha, okay. Also, ich gehe jetzt mit Bene in den Konflikt. So. Bene, bist du Fascho? Ich gehe jetzt mit Bene in den Konflikt, ich glaube ihm das nicht. Nee, aber okay. Du musst Thais glauben, nicht mir glauben. Scheiße. Dann gehe ich halt mit euch beiden in den Konflikt. Oh. Ich mach den Mayhaw. Okay, gehe ich auf Thais oder auf Andi? Die ganzen blauen. Oh ja, ich gehe auf Thais, weil ich Thais da nicht traue. Ich sehe schon, dann werde ich irgendwann wieder gewählt. Nein, ich gehe einfach auf Thais. Wollen sein. Wir das? Die Leute haben nur rote Karten gesehen und gelegt. Ja, das Problem ist, was ist die Alternative? Ja, du hast zwei, die als nächstes dran sind, du hast mich, der auch nur eine rote bisher leider gelegt hat. Also wir können ja ganz gern jetzt,
wenn du keinen Bock auf uns hast, können wir ja ganz gerne das ganze Zeit Nein drücken, aber ich weiß nicht, ob das der Play ist. Nein, Random Mayo unter mich wieder nein. Beziehungsweise, wenn Milky Way mich gewählt hätte, das wäre die schlechteste Wahl überhaupt gewesen, weil wir schon mal eine rote gelegt haben. Also ja, definitiv. Gar keinen Fall wählen, so. Ja, Andi zu wählen war keine Option und nach hinter mich wollte ich nicht wählen, deswegen war Thais eigentlich meine eine Option. Dann wäre halt, Pock der einzige Gewinner, der übrig geblieben ist, der bisher auch einmal zwei Rote gekriegt hat. Ja, aber die Leute pushen zu hart dagegen. Natürlich, naja, alles ist hier gerade Pest und Cholera, wir haben keine Ahnung, außer, dass Mayhaw mal wieder den Mayhaw gemacht hat. Ja doch, dass Mayhaw den Mayhaw gemacht hat. Und ich habe auch den Mayhaw gemacht. Mayhaw wurde. Ich habe auch den Mayhaw gemacht. Okay. Da waren... Wie okay? Ja. Aber ganz ehrlich, wenn die vier blauen Karten stimmen, ist das sehr wahrscheinlich. Nee. Nichts sehr wahrscheinlich. Wir hatten noch zwei übrig. Nevermind. Ja. Ich gehe mit Marvel in den Konflikt. Es sind noch zwei übrig. Okay, wer will Prezi? Wir sind in der Hitler-Sonne. Okay, Guys, ich bin confirmter Liberaler. Ich möchte mich und Mayhaw. Let's go, wir forcen uns beide gegenseitig zum Sieg. Ja, ich weiß noch nicht, genau, in welche Konstellation. Also, ich kann verstehen, wenn man jetzt so sagt, so hey, Ty, kritisch. Moment, könnte ich jetzt Bedes Misstrauen wecken, indem ich einfach Mayhaw wähle? Ja, Mayhaw unter mich ist fein. Ich bin konfirm Liberaler. Ich will Kanzler werden, das ist okay. Ich kann nur Präsident werden und Mayhaw wählen, aber... Ja, doch, ich kann auch Mayhaw wählen. Ich kann nur Präsident werden. Ja, komm, dann will Mayhaw. Nein. Irgendjemand was dagegen, wenn ich Bene wähle? Nö. Nee, ja, wobei, ja, oder doch, Bene kann man schon nehmen. Ich habe gerade überlegt, ob Bene vielleicht auf Kanzler kann. Die Frage ist, wer glaubt ihr es likely erhält? Den beiden ist es tatsächlich egal, wer Kanzler wird, meiner Meinung nach. Da Mayhaw tatsächlich schon geforst hat, ist, glaube ich, sind sie, Bene nicht. Auch. Ich meine, sagen wir mal so. Ich würde dann aber eher Mayhaw die Killing Power geben als Bene, weil Mayhaw halt den Mayhaw gemacht hat. Ich habe aber auch den Mayhaw gemacht. Ja, aber du machst das. Ist doch scheißegal, Alter. Du machst aber das Leute, nicht. Ich möchte ganz kurz reingrätschen. Denkt dran, schön viel Wasser trinken. Ich habe von euch noch keinen einzigen Wasser trinken hören bisher. Ja, ja, ich habe wohl von Wasser getrunken. Okay, dann sorry. Sollte mir vielleicht was soll das? Gerade wieder einen Schluck genommen. Na, hast du gehört? Wenn ich jetzt auf Mayhaw einfach gehe, in Bene. Was? Nein? Ja. Okay. Moment. Dankeschön, so habe ich es gehört. Das ging ja fix. Ja, da gehe ich mit. Ja, einfach ja. Ich meine, ist halt die Frage jetzt, wenn Mayhaw böse ist, dann oh well, aber ich bin nicht Hitler, uhu. Uhu. Uhu, guck mal, er hat nicht den Mayhaw gemacht, er muss Fasche sein. jetzt haben wir das Problem, jetzt habe ich keine Ahnung, wie wir wählen sollen jemals. Wen wähle ich jetzt, der nicht Cancer ist? Also wir müssen eine Wahl machen. Irgendwer muss Präsident werden zwischen Shubi, Pock und Andi und dann kommt wieder Mayhaw unter mich. Shubi ist eigentlich der beste Präsident. Na, wobei, nee, der wird geforst. Weil Mayhaw den Mayhaw gemacht hat. Achso, ja, doch. Toll, wir haben drei Leute, die keine Wahl hatten, alle angeblich. Ist nicht Mayhaw gut? Ja, aber der kann er nicht wählen. Wieso nicht? Ja. Achso. Okay, warte. Nein, ich habe eine Idee. Random Karte Mayhaw unter mich. Habe ich auch gedacht. Von den liberalen Karten geht das noch. Ganz, ganz blöd gedacht für mir. Thais hat ja Bene als Liberaler confirmed. Entweder wollt nicht in Konflikt gehen, indem er sagt, er ist jetzt Fascho. Oder wir beide wären Fascho-Kollegen. Aber dann wäre jetzt theoretisch Bene confirmed, nicht Hitler zumindest. Yes. Also wenn wir nicht auf der Random Card gehen wollen, ist wahrscheinlich Thais die beste Wahl? Ja, glaube ich nicht auch. Ja, aber wir gehen auf Random Card, oder? Moment, ich bin ganz kurz bei Discord am Schreiben, also bitte jetzt nicht mich schlagen, bitte. Nicht schlagen. Ja, doch, okay. Wo wohnst du? Schreib Adresse schnell. Aber ich vote für Thais. Ich glaube, das ist in Ordnung. Nein, warte, aber die Leute sind zu schnell. Ihr seid zu schnell. Nein, wir machen das. Es ist wie Hitler so, aber wir wählen mal einfach Hitler. Ja, ich bin schnell, weil ich schon eingevotet habe. Ey, ich möchte bitte ganz kurz reingrätschen. Okay. Ich habe jetzt zwei Rote. Ich habe jetzt zwei Rote gelegt und ich habe keinen Bock, dass ich jetzt gleich wieder zu einer Roten geforst werde und deswegen als Fascho abgestempelt werde. So, also... Ne? Du willst nein wählen. Okay, dann wählen wir alle. Ja. Ist okay. Also nein. Okay. Also ich bin eigentlich nur für nein, weil ich den Vorschlag vorhin ganz gut fand. Ja, Mayhaw ich traue mich. Nach Lumi. Sehe ich. Ja, wahrscheinlich smarter. Keiner hat sich verplappert hier. Wunderbar. Also deswegen so.
ich hätte halt jetzt echt wenig Turn gehabt, wenn ich jetzt zur dritten Runde geforst werde und dann... Dann wärst du Schuss. Ich meine, ich muss halt Mayo trauen, aber das ist so mein einziger Punkt, den ich machen muss. Also gehen wir jetzt wirklich auf die Random Card? Anscheinend. Ich hätte Pock zu Schubi noch gesehen, weil die noch keine Runden geschickt haben, aber gut. Wenn wir es so machen, dann müssen wir auf die Random gehen. Wisst ihr, gehen wir auf die Random Karte, nachdem der Kanzler bestimmt. Ne, ist das Sinn, warte, nach der Random Card kann man dann wieder Bene und... Ja, dann kann Mayo wieder mich wählen. Genau. Okay, ja, dann können wir es risken. Also ich meine, alle sind dafür. Warte, was wer bekommt denn dann, wenn der Rote gelegt wird, die Shooting Power? Keiner. Verfällt. Das verfällt. Okay. Mayo, bist du böse. Deswegen sind alle dafür, dass wir beide durchkommen. Ich werde jetzt Tides spielen. Ich bin ganz bestimmt böse, weil ich so viele blaue Karten gesehen habe. Wir spielen das 7 Level. Ihr wisst, was ich meine. 7 Liberal Game. Ich werde jetzt Tides wählen. Ich werde jetzt trotzdem mit Ja wählen, auch wenn es wahrscheinlich nicht durchgehen wird. Aber ich wähle halt Ja, um zu symbolisieren, dass ich das für eine gute Wahl habe. Dürfen wir mal bitte kurz anmerken, dass ich. Also, ich meine, ja, wir wissen den Kontext so. Aber außerhalb vom Kontext sieht das sehr lustig aus, dass ich dreimal als Kanzler gewählt wurde. Ja, vor allem, ich habe den Kontext auch nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, warum ein Tides so ein guter Kanzler sein soll. Hey, weil ich Tai bin, hä? Andi, Alter. Ja, das war scary. Weißt du, warum das scary war? Du könnt, Andi, Hitler, confirmed. Andi, aber legit, warte. Wisst ihr, warum das scary von Andi war? Der hat so schön prosaunt, oh ja, ich werde jetzt Thais wählen und ich wähle ja, wenn ich das gut finde. Wenn Andi jetzt liberal ist und Thais Hitler wäre, hätten die Faschisten einfach, na gut, dann wären wir eben ja. Und dann wäre das Game vorbei gewesen. So, das war einfach ein Brain. Ja, aber ich glaube nicht, dass Thais Hitler ist. Damit wissen wir eigentlich, dass Thais kein Hitler ist. Ja, aber Mayo wählt jetzt trotzdem nicht. Ist es egal. Ja, natürlich, ich will mehr oder nicht. Das ist keine Frage. So. Wir sehen uns wieder. Ja, das ist ja echt schlieffein. Ich meine, die Frage ist halt jetzt, ist Mayo doch böse? Kann sein, gucken wir mal. Und dann hat Mayo echt einen guten Play gemacht. Es ist nicht der Mayo, den er gemacht hat. Okay, Mayo ist nicht böse. Warte, jetzt ist prinzipiell egal, wen ich wähle, oder? Ja. Wir werden jetzt und dann muss ich als Präsidenten wen wählen. Will mich. Denjenigen, den ich jetzt wähle, kannst du gleich nicht wählen, ne? Nein, das doch, ist jetzt unheimlich. Ich kann nur wenn er abgelehnt wird, das ist egal. Wenn wir Nein stimmen, ist das ja komplett egal. Ach so. Ja. Ich muss ja, tatsächlich auch gleich wen wählen. Wir können nicht auf die Random-Karte gehen, wenn wir nicht mehr zu Mayo und mir kommen. Ja. Ja, dann ist ja jetzt scheißegal. Jetzt ist egal. Wir lassen nicht wen wählen. Ich, von mir hängt's ab, ob wir Hitler. Oh nein. Hey, Bene, mach dir große Schuhe. Let's go. Schuhe. Also das Ding ist halt, meine Überlegung wäre maybe in Details zu gehen, aus dem Grund, dass Andi halt gesagt hat, ich wähle ja und alle haben trotzdem Nein gewählt. Das Problem ist aber, Schubi hat Thais gewählt, Pock hat Thais gewählt, Andi hat Thais gewählt, alle wollen Thais wählen. Das ist halt einfach cool. Thais ist halt einfach cool. Wir haben halt genau die gleichen Überlegungen in der Dauerkanzler. Sind hier noch irgendwelche anderen Thais-Wähler, von denen ich wissen sollte? Ich habe mir halt wirklich einfach nur... So wie du halt jetzt eben gedacht, dass Tai halt einfach dich bestätigt hat, du sehr safe, komplett liberal bist, also nicht nur nicht Hitler, sondern komplett liberal. Wenn ich jetzt noch Fascho wäre, das wäre geil. Das wäre insane, aber... Du hast trotzdem eine 3-2 Chance, jemanden böse zu treffen. I guess, ja. Also das Ding ist halt, ich weiß, dass Tai so mich die Wahrheit gesagt hat, aber also, Mayo, was meinst du denn? Mayo, mein liberaler Kollege, so, was glaubst du? Ist das eine gute Idee? Ja, ich habe immer den Gedanken, dass wenn Thais Hitler wäre, er jeden als liberal proven könnte, der liberal ist. Ja, das Ding ist halt diese Andi und Thais-Wahl. Hitler-Problematik an der Stelle. Ich meine, wir haben bei Schubi, Pock und Andi alle immer Nein bei Thais gewählt. Es kann sein, dass die Faschisten das gut gemacht haben, aber ich weiß es nicht. Kannst du auch mich wählen, yay. Warte, okay, wer werden die Faschisten? Andi hat ja gewählt bei Thais. Wer wählt schon mal nicht Schubi? Ich glaube, wenn Thais böse ist und Hitler wäre, müsste Andi auch böse sein. Das heißt, eine von Milky Way, Shubi und Pock. Ich traue, wenn Milky Way zu, immer Nein zu wählen, aber Shubi und Pock glaube ich nicht, dass sie es gemacht hätten. Okay, ja, 1, 3, 5 haben halt immer rot als Präsident geclaimt, ne? 1, 3, 5 und 6 und 7 sind nie Präsident gewesen. Ja, Bene will einfach mich. Bene, du hast ja gerade so schön gesagt, dass du eher nicht davon ausgehst, dass Thais Hitler ist. Ich würde auch Thais wählen. Ich weiß bei mir, dass ich nicht Hitler bin. Yes. Das heißt, super. Der Hitler würde ja dann theoretisch
Wenn wir davon ausgehen, dass Mayhaw gut ist, wonach es gerade aussieht, weil er zweimal angeblich nur eine blaue gezogen hat, kann auch zweimal zwei blaue gezogen haben, aber halte ich jetzt für relativ unwahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Würde der Hitler ja Milky Way, Shubi oder Pock sein, alle bisher nur geforst worden und keine Wahl hatten, sich zu erweitern. Ja, du könntest auch Hitler sein. Ich weiß halt aus meiner Sicht, dass ich nicht Hitler bin. Das Ding ist, am ehesten kannst du halt 1 oder 3 wählen. Das denke ich, dass so der andere der rote Karten als Präsident hatte. Wieso denn eins? Also ich würde ungern jetzt noch mal. Naja, dann könnte man da wieder das Argument anwenden, dass Hitler eigentlich lieber blau legt, aber ja gut. Keine Ahnung, dann will mich, wenn ich halt so. Ganz ehrlich, Bene, wenn du denkst, dass ich ein Fascho bin, dann will mich und schieß mich ab, whatever. Nein, ich weiß halt nichts über jemanden, das ist halt das Problem. Ja, eben, deswegen, keine Ahnung, die argumentieren gerade so, als wäre ich definitiv böse. Also, wir haben gar keinen Konflikt, so, wenn ich's, außer ich bin gerade Brain AFK. Nein, aber nicht. Ja, deswegen, und I don't know. Diejenigen, die bisher rot gelegt haben, wo ich auch dazugehört habe, wo beziehungsweise zugehöre, nicht habe, lol, die wurden halt immer gezwungen, so die rote zu legen, wenn alles hier true ist. Und deswegen, ich bin halt immer noch der gleichen Position wie eben, als ich ganz halt Kanzler werden sollte, in Anführungszeichen, bei Kontext und so, ne? Ich bin halt immer noch der gleichen Meinung, dass ich keinen Bock habe, jetzt die vorletzte rote zu legen, weil ich geforst werde, gern. Ich bin liberal, das weißt du. Aber das heißt, du weißt ja, dass Bene liberal ist. Das heißt, du würdest ja dann wirklich nur die Wahl, die zwei roten bekommen, wenn Bene ja aus deiner Sicht drei rote gezogen haben muss. Das klingt gerade halt echt so, als würde Thais einfach nur die Wahl von sich wegstreiten wollen, weil er nicht möchte, dass Bene als Präsident was macht. Weil er so tun würde, aber eine ungefährliche Wahl. Dagegen, dass Bene was macht, habe ich ja nichts, weil ich weiß ja, dass er der Liberale ist. So. Darum geht es mir prinzipiell legit nicht. Du machst dich gerade mal unverdächtig. Der Witz ist, Thais hat schon mal als Liberaler so argumentiert. Das ist mega verwirrend. Nee, ich glaube, dass Thais nicht Hitler ist. Er kann noch obvious Faschist sein. Ich glaube, dass er Fascho ist. Nee, und das Problem ist halt, ich wähle ihn dann. Und dann erschieße ich ihn danach. Warum? Ja, komm, das sind Faschiste, Liberal als Liberal knallt. Das ist ja notwendig. Also, das hatten wir schon mal. Shubi, ja, das war auch ironisch. Was sagst du, würdest du wählen? Also ich würde am ehesten, sage ich sogar, ja, mich natürlich wählen, weil ich bin natürlich liberal, aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Ja, ich weiß nicht, bei Thais, er hat sich jetzt nicht wirklich wenn er wirklich Bene Faschist wäre, dann war das alles gerade mega genial smart oder komplett dumm, ich weiß es nicht. Keiner hat wirklich faschistische Plays gemacht, das ist das Problem. Ich würde halt eher, weil Bene traurig jetzt wirklich, dass die Liberale ist, hat so viel Blau jetzt gelegt oder versucht zu. Mayhaw und ich haben alle für Blau gelegt. Genau. Ja, nicht. Wähle einfach ja, mich. Mayhaw, ja, true. Ja, nicht ganz. Ja, Mayhaw hat alles für Blau gelegt. Aber wenn Tay jetzt wirklich Fascho ist, dann würde doch Bene rein natürlich auch ein Fascho claimen, weil er will ja die Verdacht von sich weglocken oder irgendwie. Ja, wir können das mit Bene und mir machen, doch. Aber vielleicht trete ich jetzt alles komplett irgendwo rein und ja, das ist over, aber egal. Warum soll Thais nicht Fascho sein und Bene als liberal claimen? Das... Wie bitte? Ich finde es gerade seltsam, dass irgendwie alle so sind, ja, wenn Bene liberal sind, ist Thais auch liberal, weil... Du hast doch selber auch Teil gewählt, oder nicht? Ja, ja. Vorher. Ja, weil ich mir sicher war, dass er nicht Hitler ist. Andy. Ja, aber dann ist es doch egal, dann kann er jetzt doch Teil wählen, oder nicht? Mhm. Ja. Ja, aber ich finde es komisch, dass alle jetzt so auf den Trip sind. Na, wir können ja mal gucken, was passiert. Ich sehe das gar nicht. Kann natürlich auch sein, dass Ty einen super schlechten Play gemacht hat, aber das gibt halt super Handlungsfreiraum, sage ich mal, weil wir jetzt halt wirklich dann ein bisschen Vertrauen hatten und dadurch halt Bene und Mayhaw ziemlich viel machen konnten. Und vier liberale Karten legen, das ist halt, das machen dann, also die vierte zu legen, ist halt, glaube ich, schon Inten quasi, ja. Also ich weiß nicht, ja. Ich sag dir, was du machst. Du wählst Thais und du ziehst einfach zwei blaue, dann ist die Diskussion egal. Ja. Ja, oder wir,
Es gibt manchmal so Konstellationen, wo man so eine Testwahl machen kann, dass wir jetzt teils irgendwie wählen, ja, aber alle Liberalen Testwahl. Nein sagen. Es war ein blauer, weil nur noch eine blaue. Leute, wir müssen auch mal auf den Stapel gucken, es ist nur noch eine blaue im Stapel. Wieso? Nein, zwei. Oh, es sind doch vier, wir zwei. Wir haben zwei blaue gezogen. Oh, ja, es war 4-8. Ich meine, außer Mayo hätte immer. Nee. Außer Mayo hat immer eine weggelegt, aber. Wollen wir wirklich von dem Szenario ausgehen? Das habe ich ja eben auch schon gesagt, aber. Also, ich will nicht von dem Szenario ausgehen, dass Mayo jetzt böse ist. Das ist von den Wahrscheinlichkeiten her auch zu kacke. Gehe ich jetzt nicht davon aus. Was halten wir davon, wenn Shubi oder Pock Kanzler sind? Doch, ich sehe mich, Ja, ich mich auch, aber. Wir haben halt nichts gemacht, was uns verdächtig macht oder was uns. Ich vertraue mir. Genau, das ist mein Punkt. Ja, die kann man tatsächlich als Kanzler wählen, weil die so außen vor jetzt waren die ganze Zeit, also... Ich finde, Shubi ist eigentlich eine ganz interessante Idee. Was haltet ihr davon? Ich würde vielleicht heißt gar nicht wählen, into Shubi maybe gehen. Warum? Okay, interessant. Keiner sagt so, aber warum willst du nicht doch Thais wählen? Doch, okay. Ich sag so, warum willst du nicht mich wählen? Ja, aber nee, meine Aussage war gerade einfach so ein bisschen Blindgänger, um zu gucken, wie ihr drauf reagiert, weil eigentlich bin ich mir recht sicher, Thais zu wählen. Überleg halt krass. Ja, ich hätte halt auch gesagt, dass Thais viel sicherer ist als Shubi oder ich, aber ich sehe mich halt auf mich, weil warum? Ja, aber also Mayo, das Ding ist halt, alle sind halt irgendwie so bei allen in den Wahlen. Also ich weiß halt nicht, also ja klar, Hitler ist dabei, das ist das Problem. Irgendwo ist Hitler, aber ich weiß nicht, also Andi geht in eine konfliktierende Meinung, der sagt entweder ja, Thais, nein, Thais eben bei der Wahl. Und ich glaube, der möchte ein bisschen Verwirrung stiften, aber ich weiß halt nicht, ob das bedeutet, dass Thais böse ist. Probably das nicht, weil er dagegen jetzt pusht, dass Thais gewählt wird. Und bei Pock und Shubi, ich glaube, die haben einfach Bock auf sich. Und Marvin hat eben auch so gesagt, er kann ja auch mich wählen, da kannst du mich erschießen oder so ein Scheiß. Ich weiß es nicht. Ist Thais schon. Ich will auch nicht erschossen werden, aber ich. Auf jeden Fall. Ja, aber Andi, der so eine Wechselmeinung hat, kann halt sein, dass er Fascho ist. Das würde ich dann eher ihm als Fascho anlassen als Thais. Ja, aber schau, ich glaube halt, dass er Thais dann ja gewählt hat und hoffen, dass er vielleicht die Power kriegt, diese Thais an die Wahl. Aber ich glaube halt nicht, wenn Thais Hitler wäre, weil wenn Andi ja wählt und auch sagt, ja, ich will ja, dass probably, wenn Thais Hitler ist, Thais ja gewählt und noch wer anders. Ich glaub also, nicht, wir gehen jetzt davon aus, dass Andi Fascho ist und Thais aber dadurch nicht Hitler sein kann und liberal sein muss aus dieser Wahlaktion. Also ich, naja, nicht muss, ne, also ist immer noch Spekulation, aber. Also das Ganze beruht jedenfalls darauf, dass Andi Fascho ist wahrscheinlich. Also, ja, oder er ist mega confused, aber er wechselt auf jeden Fall seine Meinung, was halt super suspicious ist. Das ist ja. Wäre ich mit einverstanden. Bin verwirrt. Ich glaube, ich werde mich auch nicht mehr umstimmen lassen. Also, das ist jetzt, glaube ich, der Schuss, wenn ich mich belabern lassen habe, weil alle Thais wählen und alle das mir in den Kopf deswegen geschossen wurde und jetzt keiner mehr was sagt, weil sie alle denken, ja, hey, das Game geht vorbei. Also wenn ich habe mich dann auch verkackt, aber ich der Vorteil ist, wenn du Thais wählst und er legt tatsächlich eine rote aus der Wahl, dann und du erschießt ihn, dann wissen wir relativ sicher, dass du liberal bist. Ja. Das Ding ist, die Wahrscheinlichkeit ist immer noch viel zu hoch. Oh, das sind drei rote Karten. Wahrscheinlich. Alter, ganz ehrlich, nee, Moment, so, wir gehen jetzt drauf. Ja, wir machen Thais und gut ist. Ja, wenn wir verloren haben, dann ist verloren, wenn wir gewonnen haben. Ich verstehe auch nicht, warum das so lange gedauert hat. Ja, perfekt. Dann wissen wir jetzt von zwei Leuten, dass sie nicht Hitler sind. Okay, also folgendes. Ich habe ihm die Wahl gegeben. Und natürlich hat er hier schon die Fascho-Karte gelegt. Pfff, da ist gelegt! Habt ihr es gesehen? Okay. Ja, dann erschieß ihn. Ich bin ehrlich. Ja, also ich überlege halt jetzt nur... Also entweder, ja. Nein, Andi erschießen hat keinen Sinn. Andi finde ich aber mehr suspicious. Die Frage ist, also into Mayhor müssen wir jetzt wählen. Das Ding ist jetzt nur, wer wählt into Mayhor? Ich meine, da wir wenn überhaupt in Mayhor, wir können darüber diskutieren, ob ich Präsident sein sollte, aber ich will jetzt erstmal Mayhor, weil das ist das, was wir machen. Also es wurde neu gemischt, ne? Ja. Ja. Ich sehe gerade schon wieder Gespenster vor mir, dass wir 3-3 jetzt stehen haben. So, also das wollen wir jetzt nicht haben, glaube ich. Ich glaube absolut nicht, dass wir das. Das ist 4-2, denke ich. Moment, 3-3 kann doch überhaupt nicht sein. Mayhor. Auf jeden Fall Fascho tot. Ja, also es ist Mayhor. Das ist doch 100%ig klar. Also wenn ich böse bin, dann muss auch Thais böse sein.
Das kann nicht sein. Dann würde ich tatsächlich mit Faschisten erschossen, das kann ja nicht. Ich bin zu paranoid hier an der Stelle. Also es ist ein Faschismus. Also wir als Präsident haben. Mich, ich bin super safe. Also 5, 6, 7, wer von euch ist der Liberale? Ich bin so blau, ich singe immer das Schlumpflied, Alter. Also 75% Random Cut zu gehen ist nicht der Player. Nein. Das heißt, einer von uns. Ich wollte gerade nur sagen, das heißt, einer von uns dreien muss. Ich meine, jemand von euch kann nur eine 2 liberale Karten, aber das ist unlikely. Ich hätte eine Argumentation. Die Sache ist, ihr traut mir eh nicht mehr so wirklich. Deswegen weiß ich nicht, ob ich wegen der Argumentation dann, ob dann irgendwelche Schlüsse gezogen werden sollen. Hau einfach raus. Ich habe auch eine Argumentation, die kommt dann danach. Man könnte Milky Way oder Shubi nehmen, einen von den beiden. Und wenn Veto kommt, dann kann danach noch jemand Bene wählen. Weil Bene eigentlich sicher liberal. Sonst hätte er nicht eben seinen Mitfaschisten erschossen. Das wäre ein krasser Play, aber. Ich guck mir gerade die Wahlen an, ob ich da was sehe. Also das Problem ist halt eigentlich von der Stimme her, wie Milky Way redet. Natürlich auch, also aus eurer Sicht könnte es auch ein Trick von mir sein, dass ich weiß, dass vielleicht Pock liberal ist und ich den zumindest für die erste Wahl schon mal ausschließen könnte. Das könnte natürlich auch wiederum bedeuten, dass du den jetzt extra rauslässt, damit wir alle Pock wählen, weil Pock dann doch Fascho ist. Also man kann das ja, so toll. Mal alles drehen. Die Mindgames gehen in alle Richtungen. Davon weiterkommen. Ich würde halt eher Shubi oder Pock wählen, aber habe dafür auch praktisch nur den einzigen Grund, dass die nicht an Rot als Präsident anfangs beteiligt waren. Ich würde maybe Shubi sagen als Präsident. Ja, aus dem Grund, dass halt die erste Wahl. Ich weiß nicht, ich fühle Milky Way nicht so. Aber also das Ding ist halt, ich habe mir die Wahlen angesehen. So, die erste Wahl Rot war Andy und Milky Way. So, wir hatten mit den Karten das Problem, dass wir nur viel liberale Karten gesehen haben. Das heißt, irgendwo wurde das weggelegt. Ich kann mir vorstellen, dass Andi recht böse ist, weil er so happy mit Pies war. Ich weiß, dass Milky Way bei mir keine Wahl hatte, definitiv. Ja, aber danach kam die Wahl mit Milky Way nach mir. Und er war mit Thais in der Wahl. Und Thais, das kannst du halt ja so locker eine weglegen können. Und Milky Way ja auch. Und maybe ist da was passiert, ne? Aber, oder war da gereshuffelt schon? Ich glaube, dann wurde gereshuffelt. Das heißt, es kann sein, dass mit der Wahl Milky Way Thais. Hm? Danach wurde geschafft. Nach der Wahl von mir oder nach der Wahl von Milky Way? Milky Way. Ja, okay, genau. Ne, dann kann er ja locker was weggelegt haben. Aber Thais kann auch was weggelegt haben. Ich habe eher das Gefühl, dass Andy was weggelegt hat, um mich schlecht aussehen zu lassen. Dann sollten wir Milky Way nicht wählen. Ich weiß halt, also entweder Shubi oder Milky Way halt. Also wir sollten probably nicht Pock geben lassen, weil das ist zu viel skippen, das ist alles auf die Linie legen, weil jetzt müssen wir probably mit Veto gehen. Und da wir wissen, dass 2 Faschisten leben, nur noch. Ja, dann möchte ich aber lieber Shubi haben als Milky Way an der Stelle. Danke. Ja. Warum Shubi? Ja, das ist jetzt praktisch, wie wenn wir die Chance lassen. Aus meiner Sicht ist es ja gut, okay. Thais könnte halt eine blaue weggelegt haben am Anfang. Die Sache ist halt auch, es kann dann auch immer sein, auch Shubi, Andi und, darf ich kurz sagen, Shubi, Andi und ich haben schon für Thai gepusht. Ich könnte auch sein, dass ich der dumme Liberale bin. Ich weiß nicht, Milky Way, hat Milky Way für Thai gepusht? Milky Way meinte, ich soll ihn später wählen, als Bene Thais wählen wollte. Ja, okay. Aber am Anfang nicht so. Ich bin komplett bei Bene, weil ich habe auch direkt Mayhaw gewählt, ist doch logisch. Mhm. Na gut, ist auch logisch, dass ich Mayhaw wähle. Also das Ding ist halt, ja, du folgst mir, du willst halt einfach schnell durchbildern. Du hast halt auch finally gesagt, als die Wahl zwischen mir und Thais durchkam. Und nicht im Sinne von, ja. Aber du weißt ja nicht, ob das Hitler ist eigentlich, wenn du liberal bist. Aber ich weiß es nicht. Finally war auch wieder in dem Sinne, dass wir endlich was gemacht haben. Ja, aber als Fascho hast du genau dasselbe getan. Deswegen, ja, du warst auch pissed.
Also ist denn so verkehrt, von den Wahlen am Anfang auszugehen? Andi, wo wir jetzt eher vermutet haben, dass er Fascho sein könnte, hat einmal Milky Way gewählt, da ist rot-rot-rot bei rausgekommen. Dann hat Milky Way nochmal den jetzt vermuteten oder erwiesenen, wie auch immer, Fascho Thais gewählt und da ist auch rot-rot-rot rausgekommen. Ich bin immer noch ziemlich dabei, dass Andi eine blaue bei mir weggelegt hat. Ja, habe ich nicht. Ich bin mir bei Andi unsicher. Ich finde Schubi total verdächtig, tatsächlich. Ich bin noch immer wegen der Sache. Schubi, ich und Andi haben für Tai so gepusht. Ja, wir sind alle auf den Leim gegangen. Also, da fühle ich mit, Dani. Aus deiner Sicht möchtest du Milky Way wählen. Nee, ich sag nur Mayhor und Bene. Ich weiß nicht. Ich sehe halt, Mayhor und Bene sind safe. Und dann bleiben nur noch, aus meiner Sicht, Schubi, Milky Way und Andi. Und ich weiß es halt nicht, weil Milky Way halt nicht für Tai gepusht hat. Andererseits war Tai ja auch nicht Hitler, deswegen ist es ja egal. Ja, genau, muss er halt nicht pushen, ja. Ja, ich weiß es nicht. Also ja, aber man macht halt eine Rote damit safe, das ist schon... Ja, auch... Ja. Jede Rote, die mir auf dem Brett liegt, bringt die Faschisten ein bisschen weiter. Ja, deswegen ist halt das mein Grund, warum ich gerade Milky Way von den dreien, die für mich als Auswahl stehen, dass ich Milky Way da am meisten vertraue. Ja, aber haben wir noch genug Zeit? Wie viel Random Cards haben wir schon gesammelt? Noch keine. Aber einer von uns dreien muss wählen, Pock, Schubi oder ich. Wir kommen nicht mehr zu Mayor, das Spiel ist vorher vorbei, definitiv. Das ist halt eher ein Anleitung. Mayhor wird ja sowieso Kanzler. Frage habe ich mal. Wenn gewetet wird... Das ist quasi wie Nein wählen dann. Das ist okay. Leider, das wusste ich nicht. Leider. Sonst hätte ich gesagt, die Schilder gehen aber weiter. Das heißt, wir müssen dann einen anderen Kanzler finden. Aber ja, da aber können wir... Hi. Ich habe gesagt, da können wir dich ja dann nehmen. Ja, da müssen wir vorher erstmal... Ah, der Moment. Aber da müssen wir darauf gehen, dass wir zwei Liberale finden. Wenn wir Milky Way skippen, dann müssen wir Schubi und Pock eigentlich drauf. Aber Dani, aber wir sprechen gegen die Theorie des Andi und Milky Way, die beiden nur so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir machen sollen, Mann. Naja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum wir so lange noch überlegen. Also irgendwas muss ja für Milky Way sprechen. Ich habe in der allerersten Runde Milky Way gewählt und als Faschist stellt man nicht gern seinen Mitfaschisten auf. Aber das Ding ist, ich glaube halt, dass also Milky Way hat halt auch die drei Roten angeblich gehabt. Wobei Thais eine weggelegt haben. Also ziemlich sicher weggelegt hat. Aber das macht Milky Way ja nicht safe dort. Weißt du, also, für mich ist das die meiste eher einfach Gefühl. So. Wir können den auch mit Fakten groß nehmen. Es geht eher darum, wie die Leute sich verhalten haben, weil sonst können wir über 5, 6 und 7 halt gar nichts sagen. Und dementsprechend, klar, Statistik gesehen ist Milky Way am leichtesten Faschist, aber ich kein Dorf finde ich Liberale, aber ich weiß halt auch nicht, ob ich werden soll. Ich sag halt wirklich, es ist halt wirklich so, gerade jetzt auch wieder, weil Andi und Schubi beide so Milky Way nicht trusten, ich weiß nicht. Also Bene, du meinst, dass Andi und Pock die Faschist sind? Keine Ahnung, wie die Faschos sind, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin lost. Ich weiß auch nicht, wer die Faschos sein sollen. Ja. Ich weiß auch nicht, ich hab auch keine Ahnung. Ja, aber du kannst das auch als Hitler sagen. Also wenn wir jetzt einen Fascho als Präsident haben, dann haben wir ja verloren quasi, ne? Weil wir dann nicht mehr zwei Liberale. Es ist immer verloren. Zwei Blaue, ja. Aber dann müssen wir doch jetzt, weil wir irgendwie nur eine Chance haben oder so, auf den wahrscheinlichsten nicht falsch gehen, richtig? Ja. Naja, außer wir glauben, dass halt, also wenn wir ja wehtun, dann müssen wir eher davon ausgehen, dass Andi böse ist. Das Ding ist, ich habe halt vorher gesagt, dass wir halt versuchen können, zwei liberale Runden durchzubringen. Ja. Ja, aber warte, Andi, wenn du liberal bist, dann gibt es da keine zwei liberale Runden. True. Wieso? Wenn du liberal bist, dann muss doch zwischen 5, 6 und 7 müssen doch zwei böse sein. So, dann gibt's da doch keine zwei liberalen Runden, für die du pushen kannst. Ah, stimmt. Ja, nee, stimmt, nee, das geht nicht. Also wenn wir für zwei pushen, dann muss es halt... Aber Mayhor und ich sind immer noch confused, alle scheinen zu wissen, was sie wählen, aber wir haben immer noch keine Ahnung. Das Ding ist, ich weiß, dass ich Mayhor wähle für mich selber, ansonsten habe ich keine Ahnung, was die anderen wählen. Ja, Mayhor vertrauen wir sowieso alle, das ist irgendwie. Ja, ich sage jetzt Mayhor. Keine Ahnung, die Faschos werden hier jetzt definitiv, also der Fascho wird hier definitiv Nein voten.
Oder die Forschung, Neo, der Forschung und Hitler. Also meine Präferenz wäre ehrlich gesagt Schubi auf 1 von Liberalität her und so und danach gäbe Milky Way und Pock. Und wenn wir für 2 Liberale gehen wollten, dann ja, fände ich 6 und 7 irgendwie besser als 5 und 6, aber nur aus dem Gefühl her. Fuck, Mann, ich muss mit dir gehen, Mann. Warte, was? Das heißt, Mayho, was willst du jetzt wählen? Mein Gefühl sagt mir nein, aber es ist auch mehr gefühlsmäßig an der Stelle. Ich, ja, aber das heißt dann, dass ihr Schubi nehmt, ja, als Präsidenten. Ja. Das wäre, wenn wir einen Schuss hätten oder eine Chance hätten, wäre, ja, wäre mir das okay, am liebsten. Dann ist schon egal, denke ich. Okay. Ich habe meinen Standpunkt erklärt. Es könnten aber sein, dass es Milky Way und Pock dann. Aber dann ist es jetzt egal. Oder es ist Schubi und Andy. Aber, nee. You know. Das ist jetzt. Vielleicht hat Mayo nicht den Call gemacht. Ich hoffe, dass er nicht den Call gemacht hat. Jetzt kommt Mayo, war Hitler all along. Okay, ja, okay, gut. Ja, Mayo, das war der richtige Call. Oh mein Gott. Bra. Leute, ich geh jetzt einfach. Drück einfach, wir machen einfach das und gehen dann auf Random Karte. Nein, du drückst jetzt einfach. Drück. Und beide, jetzt kommt Veto, okay, Guys? Wenn ihr das nicht haben wollt, wenn da 2 rote sind, ihr wollt das nicht, drückt ihr ja. Du vetost dann ja. Wenn du es nicht haben willst, dann drückst du ja. Wenn wir vetoen, fällt das Gegensatz weg, oder? Ja, yeah, dann kommt nichts. Wenn du ja drückst, dann kommt da nichts. Dann wird keine Karte gelegt. Genau. So. Okay, gut. Ja, nein. 5 und 7 sind böse, wir müssen auf die Random-Karte gehen. Es ist kacke, aber wir müssen auf die Random-Karte gehen. Das ist absolut nicht der Play. Ich bin safe liberal. Vier Liberale, oder? Das ist absolut nicht der Play. Wir sind 4 Liberale, ja. Also, ich schaue folgendes Problem. Wir haben 5 und 7 haben eben ja gewählt. Vertraut Dani eher. Milky Way hat eben dich gewählt. Milky Way und Pock haben ja gewählt, eben bei Schubi. Und die haben Milky Way und Pock nein gewählt. So, es ist ziemlich klar, dass Milky Way und Pock die beiden böse sind. So, in dem Sinne, wir können jetzt darauf gehen, dass Pock 2 Liberale zieht und mich wählt. Oder dass wir eine Random-Karte an Liberale ziehen. Das ist bei der Random-Karte eine 2-5-Karte. Da ist die Random-Karte aber tatsächlich die höhere Wahrscheinlichkeit, dass da eine Liberale kommt. Das glaube ich nicht. Ich habe das mal ausgerechnet. Doch, ich habe das ausgerechnet. Bei Fascho-Liberal-Wahl 2 Blaue bei 5 Karten ist 30% und Random-Card Blau ist 40%. Ja, wir müssen auf Random-Karte gehen. So, es ist doof, weil wir haben die richtigen Plays gemacht, aber ich meine, was willst du machen? Wir müssen jetzt hoffen, dass wir einfach... Das war jetzt nicht der Play, aber... Milky Way, ich war der Fascho. Wait, what? Oh mein Gott. Pock war liberal? Ja, das habe ich ja die ganze Zeit so vermutet. Also, ja, aber mit den Wahlen, legit, kannst du am Ende halt nicht sagen. Also, ich war mir halt nicht als ob, aber ja, okay. Aber mit den Wahlen muss ich jetzt echt sagen, am Ende war ich halt safe. Ich finde es schön, dass wir es noch so spannend gemacht haben. Ja, wir haben echt lange durchgehalten, dafür, dass ich eigentlich quasi confirmed war. Ja. Ich möchte kurz eine Sache. Ich war confused, Hitler, not gonna lie. Ich wusste, dass Andy böse war, so halbwegs, und dass Bene und Mayhor gut waren. Aber ich wusste, bis Ey, ich hab doch am Ende meinen Tod geclaimed, dass ich Dings bin. Du warst natürlich, bis zu dem Moment, wo du gestorben bist. Ach so. Hatte ich keine Ahnung, dass du es bist. Das Ding ist, ich hab mich jetzt echt geärgert. Ich habe am Anfang wirklich 3 rote gezogen. Das war so eine Scheiße. Ich hätte so gerne blaue weggeworfen. Und ich hätte ja tatsächlich 2 rote reingedrückt, selbst wenn ich eine blaue gezogen hätte. Aber eine Frage, war es jetzt, weil das war jetzt das erste Mal, dass ich in der Situation, nach so vielen Streams und so vielen Runden, war es jetzt das erste Mal die Situation, dass ich gegen Anfang einer Runde jemanden claimen konnte, während ich Fasche bin. Das ist schon ein paar Mal passiert, aber da war ich meistens liberal, beziehungsweise immer liberal. War es jetzt ein Fehler, dass ich gesagt habe, Jo, Ben ist liberal? Man kann eigentlich beides machen. Weil am Ende ist es ja beides. Du kannst ihn als liberal claimen, um sein Vertrauen so ein bisschen zu bekommen. War meine du kannst ihn auch als Fascho nehmen, um ihn rauszunehmen. Das mit dem Vertrauen hat ja auch eigentlich ganz gut geklappt. Wir haben 5 Rote da hingekriegt. Genau, also er hat mir ja vertraut, deswegen hat er mich ja auch am Ende gewählt und ich musste halt, weil ich hätte die letzte blaue legen können, aber dann hätten wir halt verloren schon.
Und deswegen so, ich musste ja dann Da war ich auch echt froh, dass du dann doch noch gewählt wurdest. Thais, ich muss nur sagen, letzter Stream, da habe ich als Faschist gesagt, dass Mayo liberal ist und er war liberal. Und ich habe so hart für Mayo gepusht, dass alle dachten, er wäre Hitler und ich bin sein Faschikunde. Ja. Stimmt, ja, das war sehr schön. Okay, machen wir noch ein letztes Game. Seid ihr noch eine Runde dabei? Ein Game noch. Ja. Ein Game. Ja. Okay, dann mache ich noch eine Runde. Das heißt, die letzte Runde Secret Hitler für heute. Aber trotzdem, insane nochmal. Ich habe wirklich gedacht, dass Schubi und Andi in einem Lager sind. Ja, aber du hast so gegen mich geschossen, warum auch immer. Aber ich habe sogar gegen Andi geschossen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er Schubi und mich in dein Team gesteckt hat. Guter Torwart, Romeo. Schubi, du hast doch Anfang an gegen Milky Way. Ich meine, ja, klar, war gut, aber. Andi, hab ich gesagt, nee, aber gegen Andi habe ich dich nicht einmal schießen hören. Hat er alles funktioniert? Ja, ich war leider so halb confirmed, deswegen musste ich noch irgendwelche verwirrenden Sachen machen. Ich weiß nicht, du warst halt deswegen nicht halb confirmed, du warst einfach nur da, ich weiß nicht. Es war halt weird, klar, mit der Thais-Wahl, das aber ansonsten. Haben dann Milky Way und Thais vorhin beim Rot-Rot-Rot raus verschwinden lassen von meiner Argumentation her und so? Hat das gestimmt oder war das Zufall einfach? Ich habe tatsächlich drei Rote gezogen. Muss Thais eine weggelegt haben. Ich glaube, ich habe gelogen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja. Komm, gib Rolle. Dankeschön. Okay, gut. So, Guys, letzte Runde Secret Hitler für heute. Mal sehen, wie das laufen wird. Bene, kann das sein, dass das die letzte Runde Secret Hitler ist? Für heute, ja. Krass, ne? Die letzte Runde Secret Hitler. Crazy. Also, das ist die letzte Runde Secret Hitler am 23.08.2020. Das werden wir nie wieder haben. Ja, heute wird Thais, das nie wieder passieren. Heute wird Geschichte geschrieben. Ja. Hast du eigentlich in der Runde, wo du confirmed hast, eine blaue verschwinden lassen? Moment, ich muss mich jetzt kurz auf deine Frage fokussieren. Bene, maul mich jetzt nicht an, weil ich lange überlegt habe. Thais, so, nochmal bitte. Hast du eben eine blaue verschwinden lassen, also in der letzten Runde, als du, Ja, hab ich, glaube ich. Okay. Ein paar Mal sogar. Ja, Milky Way, hast du eine blaue gezogen, als in der einzigen Regierung, wo du Präsident warst? Oh. Schade, sonst hätte Thais tatsächlich drei blaue weggeworfen. Nee, ich hab zwei weggeworfen. Wenn du mich jetzt richtig hart reinreitest, ne? Einmal am Anfang bei Pop habe ich eine weggeworfen. Dann am Ende halt bei Ben habe ich eine weggeworfen. Und genau. Sonst? Pock, du musst. Ach, du musst von Milky Way dann zwei rote bekommen haben, ja. Mann, Bene! Hallo, Bene! Hallo, Bene! Hallo, das ist jetzt scheiße! Hallo, Konflikt! Oh, ja. Mann, Andi! Ich hab eigentlich keinen Bock auf Konflikt. Ja, dann solltest du kein Secret Hitler spielen. Ja, Bene, ich hab auch keinen Bock auf Konflikt. Ja, du hast gar keinen Bock auf Konflikt, ich sehe das schon. Oh. Okay. Ja, Bene. Also, ja. Andi, ich will dich dafür high-five, dass wir immer abwechselnd Bene Konflikt ziehen. Mann, ey, ich dachte, mach mal eine ruhige Runde und dann kommt Andi so. Das Geile ist halt vor der Runde. Bene. Oh, Bene, jetzt mach ihn. Was hast du gesagt vor der Runde, Andi? Was? Wir ziehen mich nicht in irgendeinen Dreck oder so, sagte er einfach noch vor der Runde und zieht mich in den Dreck, ey. Ich hab gesagt, wenn du mich jetzt reinreitest, das hab ich gesagt. Ja, sagt er und reitet mich rein. Ich muss kurz reingrätschen. Immer wenn Bene irgendwelche solche Aussagen nimmt, ist es halt legit so, dass er der im Konflikt ist, der eigentlich aufs Maul bekommen würde. Wenn Bene die Karte immer zieht, so von wegen so, ja, das hat er davor und davor gesagt, das kommt er abends, war er eigentlich immer der Fascho. Ja, aber ich argumentiere immer im Game. Mit allem, was passiert ist. Du argumentierst immer in Game. Ja, das stimmt, aber nicht mit so einer Aussage. Darauf gehe ich. Klar. Ach, scheiß auf euch. Mayhaw, du könntest mit Short lassen, oder? Was kann ich machen? Ist krass, wenn du dich so hart auf mich anschießt, toll. Theoretisch. Pock, dann kommt man da wohl Pock in mich. Bene, ach so, ich musste überprüfen. Bene oder mich solltest du nicht überprüfen. Ja, also aus meiner Sicht weiß ich, dass ich liberal bin, aber. Ja, klar. Das ist halt Schwachsinn, da jetzt also noch einen zweiten. Nicht in den außer du bist Faschist, dann kannst du mich gerne überprüfen. Dann wäre Pock der nächste Präsident, ne? Ja, wir sind den doch. Ich finde auch nicht schlecht, mich zu prüfen, tatsächlich. Ja, soll ich das machen? Ja.
Ja, die Alternative wäre halt Thais oder. Was ist er? Was? Okay. Cool. Boah. Dann fuck into Milky Way. Let's go. Ja, man könnte auch Thais nehmen. Ja, aber dann wäre Thais jetzt zweimal hintereinander dran. Ja, der kann dann Milky Way nehmen. Ich glaube Milky Way. Oder ist, Milky Way ist ja, aber dann nimmt er mich und dann haben wir Power-Teilung unter uns beiden. Und da. Die Sache ist, wenn Pock jetzt dich wählt, Marvin, ja. Wen wählt dann Thais? Das können wir danach noch entscheiden, je nachdem, was passiert. Also wir haben so oder so eigentlich Power. Ach nee, Mayhaw. Ja, Mayhaw. Ja. Ich finde es weird, dass halt du so hart soll ich Milky pusht, soll ich Milky gegen mich gepusht hat. Ja. Ja. Schön, dass ich bestimmt ja sage und sonst niemand. Danke, Marvin. Support is appreciated. Hä? Hab bloß gesagt, was? Ja, hä? Hä? Was? Okay, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Scheiße, kommt hier, Jungs. 1 bis 4 sind falsch. So viele rote Karten kommen. Das geht nicht. Warte. 2 bis 4 sind falsch. Honestly, das Hä von Dani kam instant. Ich weiß so, was ist keine Aussage, aber ich glaube legit, dass Dani das wirklich so die Reaktion war und jetzt nicht so gemindgamed war. Warte, ja, also Mathieu ist auch so blöd, heißt. Also sorry. Also, ja, aber. Das Hack kam definitiv instant, ja, aber dann wusste ich direkt, worauf ich mich einlasse, deswegen hatte ich keine Reaktion. Ja, aber ich würde auch so hähen, muss ich ganz ehrlich sagen, Mann. Das mache ich auch, wenn. Oh, nicht in das Neoliberale. Hä? Wie? Ja, okay. Ich würde das tatsächlich nicht machen. Ich würde das erst. Also, ich würde eigentlich gar nichts sagen. Ja, das auch eigentlich. Die Sache ist halt wirklich. Es wurden. Hier. Da muss ja quasi. Es müssen 3 blaue drin. Nö, ich verstehe deine Reaktion komplett. Das ist einfach kacke, wie es gerade läuft. Okay, warte kurz. Wen soll ich denn jetzt wählen? Also es müssen jetzt eigentlich noch 5 blaue drin sein. Das ist doch also, ja. Also der einzige Liberale am Tisch ist Marvin. Das gefällt mir nicht. Und ich natürlich. Okay, aber. Leute, jetzt kommt der dümmste Vorschlag ever, der sowieso nicht angenommen wird. Aber. Wie wäre es, wenn wir 9-mal mit Nein stimmen und schauen, ob wirklich 3 blaue drunter sind? Nein, vergesst das ganz schnell wieder. Ja, cool. Erstmal eine Frage, wer ist denn jetzt gerade vertrauenswürdig als Präsident? Milky Way ist der Einzige. Das Ding ist, wenn Benes sagt, ich bin der einzige Liberal, müsste ich eigentlich den Präsi machen, weil ich kann nicht Kanzler werden. Moment. Milky Way, Mayhaw und Pock haben alle angeblich 3 rote gezogen. Und ich hab 2 rote gezogen. Also prinzipiell bleib ich doch als einziger übrig, der noch für keine rote Karte verantwortlich ist. Ach scheiße, okay, ich hab irgendwie gedacht, du hast auch 3 rote. Sorry, ja, okay. Okay, Entschuldigung, dann vergesst doch meinen Vorschlag. Ich war irgendwie in dem Gedanken. Aber dann ist meine Bullshit-Aussage auch falsch, dass da noch 5 blaue drin sind, weil ich hab die eine Zeile nicht gesehen, weil. Ja, ich hab aber auch gedacht, dass da noch 5 blaue drin sind. Aber Marvin, wen willst du denn wählen? Dani, kannst du into mich gehen? Nein, Pock muss den Präsidenten bestimmen. Wieso willst du gewählt werden, Thais? Naja, ich bin halt bisher noch für keine einzige rote Karte verantwortlich als einziger. Du hast noch nichts gemacht. Milky Way auch nicht und Shubi auch. Nee, doch, stimmt. Also wenn dann. Shubi hat die 2 roten gekriegt von mir. Wenn dann. 1, 5, 7. Milky Way, Thais oder Shubi werden die. Shubi auf Thais? Fragezeichen? Mit wirklich großen Fragezeichen? Shubi auf Milky Way, oder? Warum geben wir nicht Milky Way Präsidentschaft? Achso, ja, nee, ja, ich bin schwierig von der falschen Sache aus. Ja, gut, okay. Ja, doch. Milky Way, genau. Also, soll ich jetzt Milky Way? Soll ich jetzt Milky Way? Aber wen will ich dann als Kanzler? Ich bin nicht für Thais, weil Andi jetzt auch schon wieder damit so happy ist und Thais wieder gegen mich direkt geshootet hat. So, ich sehe das nicht, muss ich sagen. Das war jetzt kein richtiger Shooter am Anfang. So. Also. Ja, aber du siehst auch, dass Andi so hart für dich pusht, ne? Das macht dich in meinen Augen sehr verdächtig. Das auf jeden Fall, ja. Das verstehe ich auch nicht. Das am Anfang gegen dich war kein wirklicher Shoot. Ich glaube, wenn ich meine, Andi kann dich auch belabern, ne? Aber, Leute. Wenn ich einen Präsidenten bekomme, könnte ich in der Theorie Andi wählen, weil ich glaube nicht, dass Hitler in Runde 2 so aggressiv in den Konflikt geht. Du kannst auch mich wählen. Als Kanzler gehe ich als Hitler auch bestimmt in den Konflikt.
Ja, aber Andi ist aggressiv in den Konflikt reingegangen. Ich war Präsident, Bene. Obwohl, nee, du hast die zwei Roten geklärt. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Ich meine, du aber kannst ich mich halt wählen, gesagt, ne? Aber ich habe halt gesagt, dass er eine blaue gezogen hat. Ich kann dir sagen, ich wähle eine blaue, das ist fein. Dass er sie bekommen hat. Also ich kann euch sagen, wenn ihr nicht Hitler wählen wollt, dann könnt ihr mich wählen, das ist fein. Mich könnt ihr übrigens auch wählen, weil ich nicht Hitler bin. Ja, aber ich weiß es halt nicht. Okay. Also ich muss jetzt nicht, dass Bene Hitler ist, aber ich werde ihn trotzdem nicht wählen wollen. Wem wollen wir denn jetzt aber hier die Wahl und vor allem den Schutt geben? Falls jetzt eine Runde. Aber, ja, nee, aber warum sollte das nicht Milky Way geben? So, von Statistiker ist Milky Way der Einzige, was geben kann. Ja, dann nee, gebe ich Milky Way. Okay, jetzt müssen wir nur noch diskutieren, wem mache ich zum Präsi? Kanzler. Also ich sag dir, du wählst mich, ich leg die blaue dahin und sonst erschießt du mich. Das ist fein. Aber okay, Leute. So wie Bene gewählt dann. Falls Bene die blaue dann legt, dann nimmt er ihn aber bitte trotzdem nicht als Präsi. Ja, nee, das ist okay. Dann nimmt er mich nicht als Präsi. Das Problem ist, wenn du die rote dann legst, dann erschieß ich dich, ja. Ja, Milky Way, ich sag dir Folgendes. Schieß bitte nicht einen Random ab. Nein, warte, nevermind. Also, den Punkt müsste aber falsch sein. Also, das wird nicht passieren, Milky Way. Die einzige Sache, vor der ich wirklich noch Angst habe, ist, also bei dir bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, dass du liberal bist. Also ist schon halbwegs hoch, aber nicht hundertprozentig. Wenn du jetzt theoretisch Bene wählen würdest und du vielleicht Fascho wärst, dann hätten sich quasi zwei Faschos gegenseitig gewählt. Davor habe ich halt noch ein bisschen Angst. Da kommt auf jeden Fall die Hose. Aber wir haben keine Alternative. Hab doch extra gerade gefragt, ob Milky Way relativ vertrauenswürdig ist. Hieß es doch. Milky Way und Bene können nicht beide Faschos sein. Warum? Wieso würde das nicht funktionieren? Bis jetzt kann man noch niemanden. Als liberal. Bock ist liberal. So, ich bin liberal. Sind zwei Liberale. Dann ist noch einer aus Andi und Bene liberal, ist der dritte. Und entweder Milky Way oder Thais oder Shubi ist. Mayhaw, ich. Das ist ein guter Punkt. Bock, Shubi liberal. Warum soll das nicht gehen? Nochmal bitte. Du, Bock, Thais liberal. Ich, du, Bock, Shubi liberal. Warum soll das nicht gehen? Zum Beispiel? Andi, Pock, ich und Shubi. 2, 3, 4, 7. Ja. Wobei, ja, gut, okay, klar, das ist viel Rote gekommen. Das würde Moment, heißen, dass Bene Fascho wäre. Jetzt mal legit so. Ich hab das Gefühl, dass es könnte 3, 7 und Bene oder Andi sein. Warte. Mayho, bitte jetzt nochmal kurz. Wer sagst du ist liberal? Pock. Dann noch einer aus Andi und Bene, weil die im Konflikt sind und dann auch einer von den anderen. Fuck, ist halt der eine, den ich nicht wählen kann. Okay, nee, weil eben hast du einfach so straight up. Aber Marvin, die wollen auch wieder nicht, dass ich gewählt werde. Die wollen auch wegdiskutieren. Warum vertraust du dann, also ich glaube tatsächlich halt, so ein bisschen, dass Mayhaw Fascho ist. Die Sache ist halt, bei mir muss ich, also falls der Verdacht bestünde, es wäre halt schon legit meiner Meinung nach übel dumm, ja. Wenn ich eine rote legen würde, wenn schon so viele rote Karten quasi im Spiel wären. Also wenn ich jetzt eine blaue als Auswahl gehabt hätte, es wäre halt meiner Meinung nach der beste Play gewesen. Also, Pock, du bist niemals im Leben Fascho. Du bist, wenn überhaupt, vielleicht Hitler, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, dass du liberal bist. Ich glaube, das Problem ist, ich glaube im Moment auch eher Bene, weil keiner auf Bene geht, dass der gewählt wird. Ich hab halt gegen ihn gepusht. Das ist halt. Bene pushen, deswegen. Ich gehe jetzt auf Bene. Müsst ihr nicht mitgehen, wenn ihr das nicht richtig habt, aber ich hab ein gutes Gefühl. You know. Aber bitte lasst Bene nicht als Präsidenten dann. Ja, wenn er jetzt eine blaue legt, falls er nicht Hitler ist. Ich weiß nicht, ob. Ich find's halt ein bisschen weird, dass Mayhaw eben so viel. Keine Sorge, Geist, ich bin niemals hat, Hitler. Meinte, hey. Ja, das. Ja, ja. Let's go. Einfach immer wieder. Nein. Das danke. Ich dachte, dass Marvin jetzt mein Kollege ist. Wow.
Tut mir leid, Leute, ich hab scheiße gespielt. Vor allem, ich Tai hatte recht, ich hatte wirklich drei rote. Ich war wirklich total überrascht, dass ich jetzt drei rote bekomme. Ja, ich habe mir nämlich wirklich gedacht, okay, ich spiele jetzt mal lieber, also gebe mal lieber die Auswahl, damit ich halt, ne, liberal dastehe. Und dann habe ich halt wirklich drei rote bekommen. Mann, dass Bene so zurückgeschossen hat gegen mich, hat mich so voll aus dem Konzept gebracht. Ich hätte einfach weiterbleiben sollen. Fick dich, Bene. So, das finde ich aber komisch, dass du so gegen mich schießt, Thais, Mann. Ich dachte halt bei der Andi-Ich-Wahl, hey, maybe ist er mein Faschuk-Kollege, whatever, ich möchte Faschuk gerade. Bene finde ich immer noch komisch, aber ich sag's nicht, weil dann kackt er mich wieder an. Und ich erfand halt Mayho, der jetzt ja am Ende auch Faschuk war, halt einfach weird, weil er hat halt so die vier Leute aufgezählt, die er zu dem Zeitpunkt fand, jo, das sind die Liberalen. Und ich habe da nicht zugehört, obwohl ich bisher noch nicht einmal überhaupt irgendwo gewählt wurde, so. Und ich denke mir so, wahrscheinlich. Aber Bene, dachtest du wirklich, dass ich liberal bin? Alter, ich hatte keine Ahnung. Mayho hat sich ein bisschen böse angehört und das hat Wert dagegen geschultet. Bei Mayho war ich mir ziemlich sicher, dass er böse ist. Ja, der hat dann doch so für mich geredet. Aber beim dritten hatte ich keine Ahnung. Also ich glaube, den nehme ich auf mich, den Lars. Nee, das war doch nice. Ja. Mann, ich bin direkt in Konflikt gegangen als Hitler und dann werde ich auch nur gewählt. Aber nice. Ich sag doch, ich bin niemals Hitler. Meine Aufmerksamkeit hat ein bisschen nachgelassen, deswegen habe ich auch nicht so... Meine auch, ich wollte auch nicht Konflikt gehen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal für den Abend, Leute. Schönen Abend noch, ja, haut rein. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Ich glaube, ich habe das jetzt zweimal gemacht mit Hitler. Nee, das stimmt. Das erste Mal war das mit Milky Way, wo er mich gecheckt hat, als ich den Faschus hatte. Also, Leute, auch wenn ihr mit Hitler ganz, ganz tief am Boden seid, der faschistischste Mensch überhaupt seid, ihr werdet immer noch gewählt. Alles gut, Guys. Bene, ich möchte mal anmerken, dass du in allen vier Spielen im Konflikt warst. Und ich habe alle vier Spiele gewonnen. Oh. Dreimal gegen dich gespielt, verdammt. Es ist okay, man kann auch ein Konflikt sein und alle lassen einen trotzdem noch mitmachen. Ich nehme das. Auf jeden Fall. Ich dachte so, dass Mara mein Kollege ist. Okay, guys. War aber dann mal wieder lustig. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Danke für das Mitleid. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Und das war der Secret Hitler Sonntag. Ich wünsche noch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Und ihr dürft auch nochmal Tschüss sagen. Ciao, ciao. Tschüss.